So, Freunde der gepflegten Beatmusik, ich hoffe, ihr könnt mich alle hören und ich hoffe, ihr habt auch alle fleißig eingeschaltet bei dem, was uns jetzt gleich erwartet. Heute der fünfte Livestream und ich habe mich tüchtig ins Zeug gelegt. Wir haben jetzt einen Monat keinen Livestream gehabt oder sogar zwei und das war einfach dem geschuldet, dass die Qualität der letzten Livestreams einfach nicht dem entsprach, was ich eigentlich so für mich selber haben wollte. Das heißt, ich wollte einfach, dass die Qualität der Übertragung gut ist und dementsprechend habe ich daran gearbeitet, da die Verbesserungen vorzunehmen. Einmal bei der Technik, bei der Streaming-Technik, dann bei den Kameras. Also wir sehen hier eine kleine Action-Cam, in die ich gerade rein gucke. Und das ist noch nicht der Weisheit letzter Schluss, aber ich fühle mich auf jeden Fall schon mal wohl und ich sehe, dass ich hier auf jeden Fall schon mal hier online bin. Und der Stream scheint relativ gesund zu sein. Dementsprechend warte ich jetzt einfach mal darauf, dass ein, zwei oder drei Leute mir zuschauen. Und dann gehen wir auch gleich rein. Was erwartet uns heute? Wir wollen heute einen Mix machen. Ich bin Mitglied der Produce Like a Pro Mix Akademie. Da war ein Angebot, habe ich mich angemeldet und jetzt kann ich jeden Monat kann ich da umsonst Tracks runterladen und mischen. Und das ist natürlich sehr schön, weil dann haben wir heute saubere Spuren, saubere Stems von einem Song, den ich auch noch nicht kenne, den ich im letzten Video vorgestellt habe, als ich die Spuren sortiert habe. Und ich habe ja gesagt, ich fasse die Spuren nicht an, habe ich auch nicht gemacht. Das heißt, wir haben hier den Song offen, den ich hier letztens mal beim Video angepackt habe. Alles organisiert, alles sauber gemacht. Das seht ihr, es sieht noch genauso aus wie im Video. Und das packen wir uns jetzt gleich mal an. Und ja, wenn ihr mögt, schreibt mir mal ein lockeres Hallo in den Chat. Dann kann ich schon mal schauen, was hier passiert. Ich habe hier links, habe ich mir einen Laptop aufgebaut. Und dann kann ich sehen, dass ihr da seid. Besserwisser ist da. Hallo, Frank ist da. Und schön, dass ihr da seid, bei dem schönen Wetter, nicht selbstverständlich. Und ich kann es euch auch nicht verdenken, wenn ihr zwischendurch einfach mal wieder kurz ein Wasser holen geht oder sonstiges. Auf jeden Fall machen wir uns jetzt einen schönen Abend und ich werde, wie ich versprochen habe, nicht nur eine Stunde mixen, sondern wir gucken einfach mal, bis ich so das Gefühl habe, dass der Song so einigermaßen lebt. Ich habe gerade gestern einen Rap-Song gemischt, wo ich eigentlich für den ersten Teil des Mixes relativ kurz gebraucht habe und dann die ganzen Verfeinerungen sehr, sehr lange gedauert haben. Eigentlich ist das der spannende Teil im Mix, wo es wirklich darum geht, den Song nach vorne zu bringen und wirklich das letzte Quäntchen, das letzte Puderzucker oben drauf zu streuen. Auf der anderen Seite ist das ein unglaublich langweiliger Prozess, weil man immer wieder von vorne bis hinten durchhört und das möchte ich euch gerne ersparen, denn das ist dann doch ziemlich langweilig. Vielleicht, wenn ihr Interesse haben solltet, dann schreibt es mir nach dem Video mal einfach unten drunter und dann gucken wir mal, dass wir beim nächsten Mix einfach diese letzten 20% Puderzucker mal durchgehen. Wie gesagt, es ist ein sehr langwieriger Prozess, dauert auch viel länger als der eigentliche Mix, aber ist natürlich auch spannend zu sehen, weil man da seine Ideen einbauen kann, dann auch die Produktion nach vorne zu treiben und so weiter. Heute beschäftigen wir uns mit dem Grundmix und ob der jetzt 50 Minuten dauert oder eine Stunde 50, kann ich noch nicht sagen, aber wir schauen uns das jetzt einfach mal an und der Mix sieht im Moment gut aus, der Stream sieht im Moment stabil aus, das heißt, ich kann jetzt gleich einfach mal rüberschalten, sind noch ein paar Leute dazugekommen. Haki ist dabei, grüß dich. T-Burner heißt es, glaube ich. Und die Kollegen von den Binauralix Studios. Schön, Sebastian, dass du eingeschaltet hast, weil das ist nämlich der Song von dem Sebastian, den ich gestern gemixt habe. Ein super Rap-Knaller. Und den gibt es in einem der nächsten Videos. Ich glaube, am Donnerstag mache ich schon das nächste Video dazu, genau zu diesem Mix. Aber heute schauen wir uns erstmal Dream Girl an. Der Song wurde aufgenommen bei Warren Hewitt, wie gesagt, von Produce Like a Pro, ein Mixer aus Amerika, der viel für Aerosmith arbeitet und aber auch für The Ace gearbeitet hat, von Kiss und mit den Rockgrößen abhängt und so weiter. Mit anderen Worten, wir können davon ausgehen, dass die Session heute, und das habt ihr ja im letzten Video schon gesehen, dass die perfekt aufgenommen ist, dass wir super Spuren zur Verfügung haben und wir haben hier, wie ihr sehen könnt, hier alles, was hier rot ist, das sind Spuren, die dem Schlagzeug zuzuordnen sind. Das heißt, wir haben Unmengen an Schlagzeugspuren und wir können uns quasi, das ist ein Füllhorn, wir haben so viel Schlagzeugspuren, dass ich gar nicht weiß, wie ich daraus ein ganz normales Schlagzeug formen soll. Aber wir werden sehen, was passiert. Der Rest ist relativ übersichtlich. Wir haben hier vier Spuren, ganz normale Gitarre. Dann haben wir zwei Slide-Gitarrspuren hier vorne. Dann haben wir hier ein paar Keyboards, Mellotron und dann noch ein paar Gesänge. Und die Gesänge sind witzigerweise auch alle, das habe ich jetzt beim Sortieren dann erst hinterher verstanden. Das sind gar keine Doppelungen. Ich dachte, da hat jemand super sauber gedoppelt. Nein, es sind einfach Spuren, die Warren, so wie er das sehr, sehr oft macht, einfach durch seinen H3000 Harmonizer schickt, um die Stimme richtig fett zu machen. Zum Glück hat er sie richtig benannt. Das heißt, wir wissen zumindest schon mal, wo die Panoramas vorgesehen werden für die Stimmen. Und dementsprechend können wir jetzt gleich mal gucken. Drums, I love Drums, schreibt die Burner. Sehr schön. Ich auch, aber ich bin mal wirklich gespannt. Wir haben hier, glaube ich, ich habe es nicht durchgezählt, aber es sind bestimmt 10 Snare-Spuren dabei, die wir gleich anpacken werden.
Und das wird auf jeden Fall ein sehr spannendes Ding werden. Also, wir können ja vielleicht, solange wir noch warten, auf ein, zwei, drei Leute, die noch dazuschalten, vielleicht ein bisschen später dazu kommen, weil die Kinder so spät ins Bett gehen. Vielleicht, wenn ihr Lust habt, könnt ihr mir noch ein paar Fragen stellen. Schreibt sie mir einfach unten in den Chat und dann schaue ich mal, dass ich noch antworten kann. Ich habe hier ungefähr 15 Sekunden Delay, das heißt ein bisschen Geduld und dann kann ich auf jeden Fall auch antworten auf die Fragen. Und ansonsten, wenn nichts kommen sollte, dann wenden wir uns jetzt gleich dem Mix zu. Dazu muss ich gleich Kopfhörer aufsetzen. Das heißt, ihr müsst mir dann zwischendurch mal schreiben, falls es zu leise sein sollte. Am Anfang speziell kann es ein bisschen leiser sein, weil wir natürlich mit der Bassdrum anfangen. Die pegel ich normalerweise so bei minus 18 dB Fullscale ein. Das heißt, das ist der gute Startpunkt dann für einen Song, damit wir hinten raus nicht zu laut werden. Und wenn das zu leise sein sollte, dann müsst ihr mir ein Zeichen geben, dann schmeiße ich auf die Hauptsumme einfach einen Limiter drauf, macht das schon mal ein bisschen lauter. Macht man normalerweise erst am Schluss, aber damit ihr gut hören könnt, wollen wir das dann natürlich früher machen. Also wie gesagt, gebt mir gleich mal ein Zeichen. Und Simon Dötsch schreibt, seine schlafen schon. Meine sollten auch schon schlafen, liegen aber noch oben wach und poltern vor sich hin. Also wenn es gleich rumpelt, das bin nicht ich, das sind die Kinderfüße meiner lieben Sprösslinge, sagen wir mal so. Alles klar. Wir sind 18 Leute. Ich freue mich, dass so viele eingeschaltet haben, gerade heute, wo es draußen wirklich knallerheiß gewesen ist. Und es ist jetzt nicht der beste Abend, um sich direkt mal vor den Rechner zu kloppen und mir beim Mixen zuzuschauen. Aber ihr habt eine gute Wahl getroffen, denn wir gehen jetzt einfach mal in den Mix rein. Und T-Burner schreibt, Studio One ist best. Ich finde Studio One auch klasse. Besserwisser fragte, wie ich Studio One finde. Ich mag Studio One mittlerweile richtig gerne. Den Mix gestern für die Kollegen von Binaurix Studios, Binauralix heißt es, glaube ich. Binauralix Studios, genau, für den Sebastian. Den habe ich in Studio One gemacht und er hat mir den Mix angeliefert in einer Session, wo eine ganze Menge Waves-Plugins dabei gewesen sind. Und was soll ich sagen? Ich habe nicht ein einziges Waves-Plugin verwendet. Zum einen, weil ich den Song auf meinem Laptop vorgemischt habe, da habe ich die Waves-Plugins nicht drauf. Zum anderen, weil die Plugins von Studio One mittlerweile so gut sind, dass ich tatsächlich den Eindruck habe, dass ich relativ selten noch auf andere Plugins zugreifen muss. Das Einzige, was Studio One noch nicht hat, und liebe Leute von PreSonus, da müsst ihr nochmal nacharbeiten, das ist ein De-Esser. Der Kompressor hat zwar so eine rudimentäre Funktion, als De-Esser zu arbeiten, aber das ist nicht brauchbar. Und wenn ich noch einen Wunsch äußern darf, aus dem Fat-Channel die beiden Kompressormodelle. Ich habe es noch nicht gefunden, aber wenn ihr die auch noch in den Standardkompressor einbauen könntet, dann bin ich der glücklichste Mensch der Welt. Denn ich habe tatsächlich den richtigen Kompressor gestern beim Mix gar nicht angepackt, sondern habe den Fat-Channel draufgepackt, weil der ja diese geile Emulation vom 1176 und vom LA2A drauf hat. Das ist, also mehr braucht man ja eigentlich heutzutage fast gar nicht. Da brauchst du keinen normalen Kompressor mehr für angucken. Damit kannst du bombig arbeiten. So, haben wir noch eine Frage? War schön im Freibad, Hacki. Ja, das hast du auf jeden Fall richtig gemacht. Ich bin heute um 5 Uhr noch joggen gewesen und am Freibad vorbeigelaufen. Und während ich geschwitzt habe und gekämpft habe, damit dass ich noch Luft kriege bei der Hitze, waren die Kollegen am Schwitzen im Freibad und haben sich das kühle Nass gut gehen lassen. Gut, ihr Lieben, also, wir drehen uns jetzt mal um. Ich hoffe, meine Technik funktioniert noch weiterhin so gut und wir können uns einen schönen Abend hier machen und wir gehen jetzt mal in den Mix rein. Achso, falls euch dieses Video gefallen sollte, drückt mir ganz schnell einen Daumen nach oben, wenn ihr zum ersten Mal da sein solltet. Auf jeden Fall den Abo-Knopf nicht vergessen und das sage ich hinterher nochmal. Also wundert euch nicht, wenn ich mich wiederhole. Einige Leute, die springen ja auch ein bisschen im Video. Also, Abo-Knopf nicht vergessen, Daumen nach oben, wenn es euch gefällt und wir gehen jetzt mal in den Mix rein und schauen wir. Ich finde aber, dass der PreSonus LA2A kacke klingt. Ehrlich gesagt, ich habe den noch nicht angemacht, nur ganz kurz zum Testen auf dem Bass, da war er gut und ansonsten habe ich den 1176 gebraucht. Es geht auch da eher um die Funktionsweise dieser Kompressoren, die sind einfach super easy und schnell einzustellen. Natürlich ist ein ausgewachsener Kompressor wie der von PreSonus versatiler, wie man sagt, flexibler einsetzbar, aber ich mag einfach so rudimentäre Kompressoren, weil die machen das, was sie sollen, One-Trick-Pony quasi, aber das machen sie dann auch wirklich. So, gehen wir mal in den Mix. Wie kriegt man am besten Autotune hin? Gute Frage. Ehrlich gesagt, habe ich noch nie Autotune benutzt. Es ist mir noch nicht in den Kopf gekommen, Autotune zu benutzen. Deswegen habe ich mich unter anderem mit Melodyne auch noch nicht auseinandergesetzt. Jetzt wechsle ich aber erstmal die Kamera. Wir schauen mal, dass ich jetzt hier, jetzt seht ihr meinen schönen Hinterkopf und jetzt zack. Tadadada. Ihr seht nicht nur mich in der neuen Kamera hier vorne, also nicht in der neuen Kamera, in der Kamera, die ich jetzt hier wie immer aufgestellt habe, sondern vor allem meinen neuen Hintergrund. Denn mich hat neulich darauf hingewiesen, jemand hingewiesen, warum hast du eigentlich einen Pirat da im Hintergrund? Und ich habe gedacht, naja, warum habe ich eigentlich einen Pirat dahin? Ich habe die Flagge mal irgendwann aufgehängt und habe nicht weiter drüber nachgedacht. Und er sagte, naja gut, also wenn du der Recording-Pirat wärst, dann würde ich das ja nachvollziehen können, aber du bist doch der Recording-Block, also mach doch irgendwas mit Musik. Und da haben wir es auch schon. Meine Gitarren hängen da, 3 Stück, meine beiden Bässe und die Telecaster. Ab jetzt mein neuer Hintergrund, vielleicht gefällt es euch ja. Und ich muss mir hier den Chat nochmal eben rüberschieben auf dem zweiten Monitor, den ich hier habe.
Und Antares schreibt Famous TV. Ja, Antares habe ich auch noch nie benutzt. Also wie gesagt, ich bin vielleicht gesegnet oder so, dass meine Stimme eigentlich immer einigermaßen die Töne trifft und ich dementsprechend noch nie auf die Idee gekommen bin, Autotune einzusetzen. Aber ich sollte das mal machen, weil neulich habe ich einen Kollegen getroffen, der hat mir gesagt, der benutzt Melodyne, was ja bei Studio One eingebaut ist, und spielt mit der Gitarre Bassnoten ein, lässt sich die dann von Melodyne in MIDI-Noten umsetzen und kann dann damit quasi seinen Trillion ansteuern und kann damit einen Precision-Bass, einen Rickenbacker-Bass oder auch einen Synth-Bass machen. Auch ein interessanter Ansatz für ein Tuning-Tool. Aber so, ich setze mal den Kopfhörer auf, hoffe mal, dass ich hier auch was höre. Ja, dem ist so. Und jetzt würde ich sagen, starten wir einfach mal ein in den Mix. Und wenn ich jetzt nicht direkt auf eure Fragen antworten sollte, liegt das einfach daran, dass ich jetzt hier im Mix bin. Ich gucke immer zwischendurch mal drauf, mache eine kleine Pause, zum Beispiel zum Trinken, sonst hört ihr nämlich meine Stimme immer nur schmatzen. Und die Session ist jetzt so, wie ich sie beim letzten Mal verlassen habe. Einziger Unterschied: Ich habe die Fader, so hoffentlich habe ich jetzt nichts Falsches gedrückt. Stream läuft, wir haben noch keine Frames verloren. Und hier sieht alles gut aus. Ich habe hier bei den Fadern alle Fader auf den gleichen Level gezogen. Das heißt, wir haben hier alles auf minus 24 dB. Und wir hören jetzt einfach mal erstmal, um uns einen Überblick zu verschaffen, in den Song rein, würde ich sagen. Und ich hoffe, dass das einigermaßen laut zu hören ist. Legen wir mal einfach los. She had green eyes and long brown hair, a pretty smile no girl compared. All the boys in town knew her name. I didn't mind when people stared, she was mine, not a single fear that she'd break my heart and walk away. She's a dream girl. Ich glaube, es ist tatsächlich sehr leise. Ich ziehe mal, solange es nicht wirklich extrem laut wird, den Limiter hier ein bisschen hoch, damit ihr 6 dB mehr hören könnt und euch die Löffel nicht wegschießen müsst, wenn es dann gleich ein bisschen lauter wird. Wir hören mal weiter. Schaffen wir jetzt erstmal einen Überblick über den Song, weil ich, wie gesagt, ich habe ihn noch nicht gehört, ich habe ihn nur sortiert beim letzten Mal und dementsprechend hören wir jetzt einfach mal rein, wie es im Moment klingt. I was once the best she ever had. She's a dream girl. I was wrong.
dream girl. I know you'll never grow up if you never let go. I wonder how it could have been. So, ich glaube, für den ersten Eindruck reicht das erstmal und wir schauen jetzt einfach mal. Achso, jetzt habt ihr noch gar nichts gesehen. Ich habe hier vergessen umzuschalten. Ich wilder Typ. Also, so sieht die Session aus. So, jetzt könnt ihr es auf jeden Fall sehen. Tut mir leid, Technik noch neu. Ich versuche hier aber alles so möglich zu machen, dass ihr jetzt auch wirklich sehen könnt. Wir haben jetzt nur gehört. Ist vielleicht auch gar nicht verkehrt, dass ihr nur gehört habt, was ich gemacht habe. Aber wir schauen jetzt einfach mal rein, wie der Song tatsächlich aussieht. Hier ist das Arrangement und wir suchen uns jetzt einfach mal den Refrain hier, wo es am Schluss nochmal entlang geht. Das müsste hier ungefähr sein und den nehmen wir uns jetzt mal als Mix vor. Das heißt, wir haben hier, wo geht es ungefähr los? Hier müsste das ungefähr sein. Der Song klingt so 60s-mäßig, das heißt so ein bisschen, weiß ich nicht, also so ein Mix aus 50s und Beatles irgendwie so dazwischen mit der verzerrten Slapback-Stimme, die wir dahinter gepackt haben. Hier vorne, das ist diese Spur, die er hier hat. Und hier ist die Hauptstimme, die Hauptvocals. Und dann hat er jede Menge zum Breitmachen von den Stimmen, die H3000-Stimmen. Das sind hier 6 Spuren, dann noch ein paar Harmonies und ansonsten aber sehr rudimentär. Also man muss wirklich sagen, es sind eigentlich wenig Spuren. Dementsprechend starten wir jetzt einfach, wie ich das sonst auch immer mache, mit dem Schlagzeug. Und vielleicht kann ich das vorher noch eben anführen, wenn ihr dieses Video später sehen solltet oder so. Ich packe unten in die Videobeschreibung mal ein paar Klickpunkte rein. Das heißt, wenn euch irgendeine Stelle langweilen solltet und ihr vielleicht zum Bass weiterspringen wollt oder zur Gitarre oder so weiter, dann werde ich morgen wahrscheinlich, also nachdem ich den Mix hier online gestellt habe, werde ich dann nochmal so Sprungmarken setzen, damit ihr auf jeden Fall sehen könnt, wo die einzelnen Bearbeitungen stattfinden. Und dann könnt ihr hin und her springen oder das Ganze natürlich auch am Stück durchgucken. Ist mir auch recht. Prosit, ist sehr warm, deswegen trinke ich noch was. Okay. Und dann gucken wir mal. Samuel Rechlin schreibt, coole Gitarre. Das ist in der Tat eine coole Gitarre. Und Frank schreibt, die Snare klingt sehr, sehr geil. Und Fett, das lässt sich aber auch leicht erklären, Frank, weil es bei der Snare wirklich, da werden wir gleich aus dem Vollen schöpfen. Wir starten, glaube ich, bei der Snare hier bei Spur 6 und wir haben bis hier unten Rock, Snare, 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 Sample, Snare, Bot, Snare, Top, Bottom und da. Das heißt, wir haben bis 27, wir haben 21 Spuren Snare und da dürfen wir uns einen schönen Snare-Sound rausbasteln und ich bin mal gespannt, wie ich das wohl mache. Ich muss gleich erstmal gucken, dass wir zunächst einmal mit der Bassdrum starten, würde ich sagen. Die hören wir uns jetzt mal an. Ich habe die ja schon beim letzten Mal sortiert und auf einen Bus geroutet, der hier das hier ist und ich versuche sie auf dem Pegel so ungefähr von minus 18 dB hier zu kriegen. Das heißt, wenn es hier ungefähr hier ausschlägt für die Bassdrum, dann bin ich in dem Bereich, wo ich ungefähr hin will. Das heißt, schauen wir mal. Achso, jetzt muss ich den Limiter dafür erstmal rausnehmen, damit ich die auch wirklich auf minus 18 dB kriege, sonst zeigt er mir hier was Falsches im Pegel an. Also Limiter raus, wenn die Bassdrum zu leise sein sollte, dann dreht einfach mal ein kleines bisschen nach und wir hören mal kurz rein in die einzelnen Bassdrums. Das sind 1, 2, 3, 4, 5 Spuren. Ich ziehe die mal alle jetzt auf 0 und dann hören wir uns die einzeln nacheinander an. Also los geht's. Sehr kurz gegatet. Das ist eine fette Bassdrum. Ja, ist auch schon ungefähr bei dem Pegel, den ich mir so vorstelle. Nächste. Okay. Macht Krach. Und ist länger. Nächste. Das ist eine Live-Bassdrum. Das heißt, sie sind gestartet mit einem Live-Schlagzeug. Okay, alles klar. Und die nächste. Okay,
Okay, also wir haben zwei Bassdrums, eine Kick-In heißt sie auch und eine Kick-Out. Das heißt, wir haben zwei Live-Bassdrums. Dann würde ich sagen, dass wir auch mit denen anfangen und dass wir die beiden jetzt als erstes mal machen. Dann machen wir die anderen drei Bassdrums, die dann den Sound hinterher noch nachformen sollen, erstmal aus. Und ich schiebe die mal einfach runter, dann brauchen wir sie gleich nicht hören. Und dann hören wir jetzt mal, wie wir die beiden Bassdrums zusammenkriegen. Fangen wir an mit Kick-Out. Ich glaube, die ist fetter. Mal kurz hören. Halt, stopp, hier. Okay, wir fangen mal mit Kick-Out an und basteln uns jetzt erstmal eine Bassdrum. Wenn euch das zu langweilig sein sollte, wie gesagt, wenn ihr später eingeschaltet haben solltet, also einen Tag nachdem das hier live ist, könnt ihr weiterspringen auf den Bass. Aber ich finde das sehr spannend, weil Schlagzeugsound, das ist das Fundament vom Song. Da wird wirklich geformt, wie der Song dann hinterher wirklich vom Groove her treibt, wie er sich durchsetzt und wie er vor allem richtig angetrieben wird. Der Schlagzeuger spielt hier einen schönen Laidback-Groove und dementsprechend gucken wir mal, dass wir jetzt hier die Bassdrum geformt kriegen. Ich nehme zunächst einmal den Pro-Q und forme mal den Sound der Bassdrum jetzt aus. Und dazu kann ich den Limiter, glaube ich, wieder anmachen, damit ihr es ein bisschen besser hören könnt. Wenn ihr durcheinander kommt, schreibt es mir mal. Könnte fast Ozzy sein vom Gesang her. Ja, genau, das ist dieser Ozzy Osbourne Sound, der mit diesem verzerrten Slapback-Echo dahinter ist. Ich glaube, einer der ersten, der das aber gemacht hat, war John Lennon, als John sagte, lass meine Stimme, er sagte zu Geoff Emerick, genau, oder Jeff heißt er, glaube ich, zu Geoff Emerick, lass meine Stimme klingen, als wenn ich vom Mond singe. Und das hat Jeff auch gemacht. Er hat das Mikro einfach an einen Leslie von einer Hammond angeschlossen und dann Mikro davor gestellt und schon klang John Lennon, als wenn er vom Mond singen würde. Super. So, also Bassdrum, los geht's. Das ist ein Low Cut, den ich bei 30 Hertz ansetze, ein bisschen steiler ansetze. So, dann haben wir eine Resonanz irgendwo. Mal hören, wo die ist. Da ist sie schon, das heißt, die ziehen wir schon mal raus bei 138 Hertz. Ein bisschen den Q ein bisschen breiter. Okay. Und jetzt nehmen wir ein bisschen bei den Mitten raus hier, bei 500 Hertz meine Standardfrequenz, die Pappe. Genau. Und geben der ganzen Geschichte noch ein bisschen mehr Klick. Ich komme eigentlich davon, dass ich nicht so viele Spuren zur Verfügung habe. Das heißt, ich bin es eigentlich nicht gewohnt, hier, was weiß ich, 20 Snare-Spuren zur Verfügung zu haben und 5 Kick-Spuren. Ich bin mittlerweile so weit, dass man eigentlich, so wie ein ganz normaler Live-Mixer, auch mit einem Mikrofon guten Kick-Drum-Sound hinkriegen sollte. Deswegen forme ich mit einem Mikrofon normalerweise immer den Sound und schiebe die anderen dann nur zur Soundgestaltung dazu. Und so machen wir es hier heute auch. Ich versuche also die erste Bassdrum hier jetzt einfach das erste Mikro so klingen zu lassen, als wenn es eine echte Bassdrum wäre. Und dann schieben wir nach Gusto die anderen dazu. Mal gucken, was dann passiert. Klick. So, da ist der Klick. Nee. Wo ist er? Da ungefähr. So, jetzt nehmen wir aber hier der Wummerbereich hier über 100 Hertz. Der geht mir dann doch ein bisschen auf die Nerven. Also den nehmen wir noch ein bisschen raus hier. Wir haben ja gleich noch ein paar Bassdrums zur Verfügung, vor allem eine, die etwas tiefer geht. Das heißt, hier machen wir den Low Cut bei 40 Hertz und gucken dann mal, dass wir die Bassdrum hier so einigermaßen hinkriegen. So, ich mache hier noch einen High Cut hier oben, weil da wird doch eine ganze Menge Bleed eingefangen. So, nehmen wir mal die nächste Bassdrum dazu. Auch nicht schlecht. Diese hier, das ist die Kick-In. Mal gucken, was passiert. Hört man das Fell schön schnarren? Ich mache die mal solo, mal gucken, wie die alleine klingt. Oh. Die hat die hat die Pappe tatsächlich von der Bassdrum, aber vielleicht können wir die ganz gut gebrauchen. Gehen auch hier mal mit dem Equalizer drauf
Und dann gucken wir mal, was wir dem hier abgewinnen können. Normalerweise nicht solo equalizen, aber ich wollte hier, möchte jetzt als erstes mal was rausschälen aus dem Sound. Das ist nämlich was, was mir gefällt. Da. Normalerweise die Pappe, die ich nicht so gerne haben will, aber irgendwie macht die, gibt die dem Ganzen, glaube ich, ein ganz kleines bisschen mehr Schabung. Mal kurz gucken, wie die von der Phasenlage her sind, die Bassdrums. Und nicht, dass ich hier gleich Phasenauslöschungen habe. Wir sind bei Bassdrum Numero Kick-In. Hier ist der Startpunkt. Ah ja, genau. Die Phase hier geht die Welle nach unten und bei der zweiten Bassdrum geht sie auch nach unten. Bei der geht sie nach unten. Da scheint sie auch sauber nach zu laufen und hier auch. Das heißt, die Spuren sind auf jeden Fall schon mal so sauber angelegt, dass wir keine Phasenschweinereien hier erwarten müssen. Das heißt, keine Auslöschungen im Tiefbassbereich, zumindest bei der Bassdrum nicht. Und bei den anderen Instrumenten ist es schon nicht mehr ganz so wichtig, weil die in dem Bereich, wo die Auslöschungen stattfinden könnten, schon nicht mehr präsent sein werden. Also, hören wir weiter rein und schieben das Ganze mal, ich wollte noch bei der im unteren Bassbereich ein bisschen rausnehmen, da wummert es eh genügend und wir haben von der anderen Bassdrum noch eine ganze Menge, dazu nehme ich einen Shelf und schleife hier einfach unten rum alles weg, dadurch bleibt nur das Fell übrig und der Anschlag, mal gucken, ob wir den Klick noch finden, ja, auch hier ein zu viel. High Cut, aber ich glaube, wir packen gleich auf die Kickspur auch mal direkt, wenn ich die zusammengemischt habe, jetzt die beiden ein Gate drauf. So. Wegnehmen. Klingt ja schon nach einer richtig rockigen, klassischen Kickdrum. Wir packen mal ein Gate drauf, mal gucken, wie sich das Studio One Gate hier schlägt. Ich wollte ja heute nur mit Studio One mischen, mit den Plugins hier. Und vielleicht machen wir es beim nächsten Mal einfach so, dass ich mit den hauseigenen Plugins mische und dann vielleicht einfach zwei Plugins dazu nehme, die ihr bestimmen könnt. Was haltet ihr davon? Schreibt es doch mal rein. Vielleicht ist es ganz cool, dass man zumindest zwei Third-Party-Plugins hat, die man benutzen kann und mit denen man ein bisschen spielen kann. Dann könnte man ja fürs nächste Mal sagen, okay, die und die Plugins könnt ihr euch aussuchen und dann nehme ich die noch mit dazu. Aber jetzt gucken wir erstmal, wie das Gate sich hier schlägt. Haben wir denn hier einen... ja, gucken wir mal, was passiert. Text stelle ich ganz runter, damit er auch den Transienten vorne kriegt. Dann die Hold-Zeit. Noch ein bisschen mehr beim Open. So. Macht nichts. Sollte aber weitgehend sauber sein. Das hilft uns gleich, wenn wir komprimieren. LKA heißt, glaube ich, Look Ahead, Process After Detect. Okay, aber ja, das sollte soweit funktionieren. Jetzt haben wir die Bassdrum schon mal sauber, dann brauchen wir gleich nicht so gucken, dass wir mit den High Cuts zu viel wegnehmen. Die Bassdrum des Live-Schlagzeugs steht also. Nehmen wir uns jetzt einfach mal die nächste dazu und hören einfach mal, ob uns die hilft oder ob uns die nicht hilft. Dazu mache ich jetzt die beiden hier mal aus und wir hören mal nur rein, was diese Bassdrum hier macht. Hey! Poing! Also die macht die Bassdrum sehr krachig und sehr laut. Mal gucken, wie das zusammenklingt mit dem, was wir bisher gemacht haben. Könnte ja interessant sein. Schieben wir mal dazu. So.
Das Schöne ist bei diesen, ich glaube, dass das Samples sind, weil die so sauber sind. Das Schöne bei den Samples ist, dass die weitgehend schon fertig equalized und komprimiert sind. Das heißt, die kann man einfach so sauber dazu schieben und braucht da jetzt nicht großartig was machen. Das heißt, ich habe mir mit den beiden Bassdrums, die ich jetzt hier vorne zusammengenommen habe, die Live-Bassdrums, die ich hier auf den Kick-Bus geschickt habe und die anderen Bassdrums, die ich da jetzt hinschicke, bastel ich mir quasi einen fertigen Bassdrum-Sound und kann dann diesen komprimieren mit dem Equalizer noch nachbearbeiten, als wenn es eine einzelne Bassdrum wäre. Wir formen den Sound hier und danach sind wir hoffentlich damit zufrieden und haben im Zweifel noch ein paar Möglichkeiten nachzujustieren. Okay, also die Krach gebe ich jetzt mal nicht ganz so laut dazu. Hören wir mal, was die nächste macht. Hey. Jo. Also die liefert natürlich alles, was eine Bassdrum normalerweise braucht. Richtig Schub unten rum, richtig Klick. Die schmatzt auch so richtig schön und gibt der Live-Bassdrum nochmal so richtig das dabei, was du im Zweifel aus einer Live-Bassdrum, die oder weitgehend unbearbeitet ist, nicht rausholen kannst. Das heißt, wir schieben hier wirklich mal so richtig Schmackes dazu. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir unseren 60s-Charakter nicht komplett verraten. Deswegen möchte ich die jetzt mal nicht ganz so laut dazugeben. Gate noch ein bisschen nachregeln. Noch mehr zumachen. So. Und wieder zurück. Diese Hin- und Herspringerei macht einen auch manchmal wahnsinnig, ne? So, nehmen wir sie mal weg. Nicht ganz so fett. Ja, schon ein bisschen wuchtiger. Und jetzt nehmen wir die letzte noch, die da haben. Das ist diese hier. Okay. Rundet das Ganze noch ein kleines bisschen ab. Das heißt, ich würde das jetzt einfach mal erstmal so stehen lassen. Wir gucken einfach mal gleich, wie sich das im Mix so verträgt. Haben also hier nur zwei Equalizer und die Verhältnisse gemischt. Wir mischen ja, also wir mischen den Sound zusammen. Das haben wir jetzt hier gemacht und packen diese vier jetzt einfach mal nicht mehr an und gehen hier rüber zur Hauptkickspur und formen uns jetzt da quasi den fertigen Sound. So, gucken wir mal. Halt, stopp, auf Solo. Laut sind wir ungefähr. Könnte noch ein bisschen mehr Druck unten rum gebrauchen, ne? Was meint ihr? Ja, der Chili schreibt gerade, ich sollte einen neuen Fat-Channel nehmen. Das mache ich auch gleich. Ich glaube, den packe ich mir auf die Kickdrum drauf, denn ich möchte, glaube ich, den 1176-Klon von denen haben. Ich mache noch mal ein bisschen Bums dabei. Das war diese hier. Ach ne, wir brauchen ja nicht die live. So, jetzt. So, jetzt. Jetzt ist die Bassdrum fertig. So. Das heißt, wird auch schon ein bisschen warm. Papa fängt an schwitzen. Auch nicht schlecht. Immer trinken, nicht vergessen. Prosit. T-Burner, du bist ja lustig. Den Pultec. Ach ja, richtig, der ist ja im Fat-Channel auch drin. Das ist echt ein geiles Teil. Können wir gleich direkt benutzen und machen wir auch. Und zwar jetzt direkt. Nehmen wir den Fat Channel, den neuen Fat Channel von Studio One. Wo ist er denn? Unter F wie Fat Channel. Da ist er doch schon. So. Will sagen, ja gut, da hätte ich mir das Gate jetzt auch sparen können. Haben wir separat gemacht, aber ist egal. Dann nehmen wir, ach ne, den High Pass Filter Gate. Ja genau, hier ist das Gate. Das hätte ich jetzt auch hier nutzen können. Aber ist egal. Da komme ich schon mit klar. Wir haben ja genügend Rechenpower übrig. Was sagt mein Rechenknecht hier vorne auf der linken Seite? Der sagt, wir brauchen 10% für den Stream. Das ist eigentlich überschaubar und der läuft eigentlich relativ sauber durch. Perfekt, 30 Minuten und wir sind so richtig mittendrin, gerade bei der Bassdrum. Ja, das kann ja ein langer Tag werden. Aber wir mischen ja heute nur so weit, bis es wirklich ordentlich klingt und dementsprechend schauen wir mal. So, also als erstes den Kompressor. Ja, hier. Also wir haben gesagt, ich möchte den Fett, den 1176 haben. So, mal gucken, dass es nicht zu laut wird hier. Da kriegt er richtig schön Klick vorne. Oh, bin ich am Schwitzen. Alter Schwede. Mehr als ich heute beim Joggen hatte. Unfassbar, vielleicht hätte ich mir doch ein Tuch hier hinlegen sollen. Naja. Also. 4 zu 1 Kompressionsverhältnis und wir machen die Attack-Zeit schön langsam hier.
Aber ich möchte, dass sie schön fett und nach vorne kommt. Deswegen schiebe ich die Release-Zeit mal nach vorne. Oh, jetzt wird sie richtig wuchtig. Und ihr könnt richtig schön hören, wie man hier mit der Release-Zeit die Bassdrum so richtig schön steuern kann. Man kann sie entweder kurz machen, indem man die Release-Zeit ein bisschen zurücknimmt, oder man kann die Release-Zeit auf sehr schnell stellen und dadurch nach dem Transienten alles sehr schnell wieder nach oben holen und dadurch die Bassdrum richtig fett und lang machen. Aber mal gucken, wie es mir am besten heute gefällt. Zu wenig. Ja, so können wir es, glaube ich, erstmal lassen. Jetzt hören wir uns mal, ich würde sagen, wir nehmen als erstes die Overhead-Spuren dazu, damit wir einen Gesamtsound hinkriegen. Weil bevor wir uns gleich mit den ganzen Snare-Samples auseinandersetzen, machen wir das Schlagzeug zunächst mal komplett. Das heißt, wir haben die Bassdrum jetzt soweit geformt und gucken mal, dass wir jetzt da passend die Overheads dazu nehmen. Die haben wir hier einmal nach links und einmal nach rechts. Und dann hören wir mal, wie das mit den Overheads klingt. Das heißt, ich schalte mal die Bassdrum auf Solo. Obwohl, wir können auch eigentlich alles runterziehen, was wir nicht brauchen. Ne? Das wäre ja auch Unsinn. Ich habe zwar gerade schon hier grob ein bisschen reingeschoben mit den einzelnen Federn, aber die geben wir eh gleich sukzessive und Stück für Stück dazu. Das heißt, die schieben wir einfach mal alles runter, alles raus, was keine Miete zahlt. Das heißt, wir nehmen jetzt hier nur... Da gibt es noch ein paar Raummikrofone, die wir gleich noch dazu schieben können für den Gesamtsound. Und ich bin am Zweifeln, ob wir wirklich alle Snare-Mikrofone brauchen. Ich glaube nicht, dass es so weit kommt. Wir fangen einfach mal an. Man muss ja auch mal, wie sagt man so schön, reduce to the max. Man muss ja auch einfach mal Sachen weglassen können. Ne? Und dementsprechend gucken wir mal. Also, wir geben jetzt mal die Overheads dazu. Das heißt, wir sollten jetzt nur die Bassdrum und die Overheads hören. Gucken wir mal, was passiert. Fällt mir jetzt nichts negativ auf. Wir nehmen mal direkt ein paar Raummikrofone dazu und gucken mal, dass wir damit zumindest unseren Grundsound formen, bevor wir jetzt wirklich an die Snare rangehen. Also nochmal von vorne. Tambourin, Tambourin, das gehört jetzt noch nicht dazu. Okay, wir haben die beiden Raummikrofone dazu gemischt und gucken mal, dass wir jetzt die Snare dazu mischen. Die Snare habe ich da schon einen eigenen Zug für gemacht. Ja, habe ich. Das heißt, die Snare geht jetzt hier auf den Einzelkanal, auf den Einzelbus für Snare und wird dann auf den Drumbus geschickt. Genau, Drums komplett, Bassdrum geht schon drauf. Witzig, ne? Wir haben gar nicht so viel bearbeiten müssen. Wir haben eigentlich dadurch, dass wir die einzelnen Sounds nur hingeschoben haben, schon den Sound einigermaßen hingekriegt. Ich brauchte bisher noch ganz wenig Equalizer bisher. Ja, schauen wir mal, ob das so weitergeht. Also, Snare. Da muss es ja irgendwo dann eine Live-Snare geben. Die holen wir uns jetzt mal als erstes raus. Mal gucken, ob ich die hier oben finde. Wenn ich die hier markiere, dann sollte die ja wohl sichtbar sein. Also, Tom, Snare Bottom, Snare Top. Das werden die hier sein. Die letzten beiden Spuren, 26 und 27. Das heißt, wir geben jetzt erstmal die echten Snares dazu und hören uns die als erstes mal solo an. Mal gucken, wie die Snare Top klingt. Okay, da packe ich jetzt als erstes mal wieder einen Equalizer drauf. Ihr merkt, dass man bei den... das war jetzt falsch, den Phaser brauche ich nicht. Ihr merkt, dass man bei den echten Live-Instrumenten auf jeden Fall immer nachbearbeiten muss. Wie gesagt, die Samples sind heutzutage so gut, dass du eigentlich nur noch dazu schieben kannst und den Sound so formen kannst. Deswegen bin ich auch immer so ein bisschen kritisch, wenn ich, was weiß ich, bei irgendwelchen Mix-Gurus lese, dass irgendwelche Leute ihre Kurse besucht haben und nach einem Jahr schon einen super Mega-Hit gemixt haben und in Wirklichkeit haben sie nur ein paar Sounds zusammengeschoben. Aber ein echtes Schlagzeugmixen ist einfach eine andere Aufgabe, wie ihr ja auch gerade seht. Prosit. Parallelkompression, T-Burner, mache ich später, wenn ich das Schlagzeug fertig habe.
Das heißt, ich mache das Schlagzeug erst fertig und gebe dann hinterher Parallelkompression dazu, um das Ganze noch ein bisschen dichter zu generieren. Aber erstmal will ich mir meinen Gesamtsound zusammenstellen, damit ich dann später das noch ein bisschen nachgestalten kann. Die schiebe ich dann aber auch erst dazu, wenn wir den Mix insgesamt fertig haben, weil ich dem Schlagzeug dann an verschiedenen Stellen nochmal unterschiedlich Energie geben kann. Aber die Idee ist gute. T-Burner sagt 60 Hertz, bei dir brummt es bei 60 Hertz. Achso, 60 Hertz beim Pultec hast du gerade geschrieben. Ja, das ist die Frequenz. Ich nenne die immer so schön die Solarplexus-Frequenz. 60, 63 Hertz, das drückt auf der großen Anlage immer schön genau da, wo man normalerweise nicht hindrücken sollte. So. Was wollte ich machen? Die Snare. Achso, ich wollte die Snare equalizen. Genau. Das heißt, wir schieben die normale Snare-Top jetzt mal nach oben und hören mal, wie wir den Sound hier formen können. Wir können natürlich erstmal mit einem Low-Cut starten, den ich mal ganz geschmeidig bei 100 Hertz ansetze. 12 dB Flankensteilheit auf die Oktave und schon geht's los. Und einige Leute lieben diese Resonanzen, die so eine echte Snare hat. Ich bin da immer so ein bisschen kritisch. Ich mag eigentlich keine echten Resonanzen. Das macht die Snare zwar lang, es gibt ja auch Charakter, aber ich mag es eigentlich eher, wenn ich mehr Teppich höre als diese tonalen Geschichten. Dementsprechend gucke ich jetzt mal, dass ich diese Resonanz auch direkt rausgefiltert kriege. Da ist sie bei 240 Hertz ungefähr, das heißt, die ziehe ich mal bitte raus. Ein bisschen breiter hier den Cue. Ne, 240 schon richtig. Und die Snare wird dadurch auch sofort ein bisschen kürzer, wenn man diese Resonanzen rauszieht. Das heißt, man kann auch darüber die Länge der Snare schon direkt steuern. Jetzt gehen wir mal an den Sound selber. Hier bei 2K hört man schön den Anschlag und den Snare-Teppich. Den können wir gleich auch nochmal dazugeben. Ich nehme mal hier obenrum wieder mit dem High-Cut raus, damit wir da ein bisschen weniger von diesen Zizzle-Brizzle-Instrumenten-Geräuschen haben. Und einige Leute drehen noch bei 100 Hertz rein, um ein bisschen Fund reinzugeben. Aber weil wir so viele Samples haben, lasse ich das jetzt mal sein und forme hier nicht zu stark aus, denn wir können da besser dann darüber gestalten, dass wir mit den Samples den Sound auch weiter gestalten. Lassen wir es erstmal so stehen und gucken wir mal weiter. Wer schreibt mir Prost? Fipsman. Dir auch Prost. Ich muss mir direkt nachschenken, weil sonst kriege ich gleich... Man weiß der Schweiß nicht, wo er wieder herkommen soll. Muss ja oben rauslaufen, muss ja vorher reingekippt sein. Ne? Klingt komisch, ist es aber. Also, Snare Bottom nehmen wir dazu. Das ist diese Spur. Und die Snare Bottom Spur ist natürlich traditionell von unten abgenommen, sagt ja der Name schon. Und soll hauptsächlich den Teppich nach vorne fördern. Wir hören uns die mal eben solo an. Macht's ja auch schön. Und den Snare-Teppich, den arbeiten wir jetzt auch mal schön raus erst und dann schiebe ich die Spur nochmal zur Hauptsnare dazu. Schnarrt richtig schön. Hat auch die Resonanz bei 240, das heißt, ich nehme hier einfach mal ein Band, was hier übrig ist, 240 Hertz, stelle einen relativ schmalen Q ein und hören wir mal. Siehst du? Da ist die Resonanz auch, das heißt, die ziehen wir auch hier raus. Bisschen oben rum. Ja, was haben wir hier? 3K. Und jetzt schieben wir das Ganze mal zu der anderen Snare dazu und gucken mal, wie der Sound dann ist. Oh,
Und so ein bisschen Abstand wummert die aber schon ganz schön vor sich hin. Ne? Das ist jetzt nicht so mittel, nur ganz so schön. So, hab's ein bisschen dünner gemacht. Ich mag Snares eh lieber ein bisschen dünner. Dementsprechend können wir ansonsten, wenn es zu dünn werden sollte im Mix, können wir gleich mal gucken, dass wir das dann noch mit den Samples dann addieren. Und jetzt haben wir einen Grundsound und ich würde sagen, wir hören uns jetzt das Schlagzeug schon mal komplett an mit der Snare, mit der Live-Snare, mit der Bassdrum, die wir geformt haben und mit den Overheads und gucken dann, ob wir mit den anderen Snare-Samples noch was anfangen können. Ansonsten würde ich die nämlich im Zweifel weglassen. Man kann es ja auch übertreiben. Also es ist ja schön, wenn man 1, 2, 3 Snare-Samples zur Ergänzung hat, aber 21 bei aller Liebe, lieber Warren Hewitt, das ist wirklich eine ganze Menge. Also, hören wir mal rein ohne Solo. Irgendwie knackt die Bassdrum vorne, ne? Das Gate scheint da irgendwie nicht so sauber zu arbeiten. Guck mal, ob vielleicht doch das vom Fat Channel cooler ist. Das liegt bestimmt an dem kurzen Attack, den ich habe. Machen wir hier mal eine Millisekunde, soll reichen. Nee. Ist nicht cool, ne? Wisst ihr was? Ich lasse das Gate einfach weg. Shit on it, wir machen hier einen 60s Sound. Der einigermaßen cool sein soll und auch ein bisschen vibey sein soll. Dementsprechend darf die Bassdrum hier durch auch ein bisschen das Bleed haben und dementsprechend lassen wir das jetzt einfach drin. Ich finde Gates eh nicht so charmant. Es gibt, glaube ich, nur ein gutes Gate, was ich bisher kenne. Das ist von den Kollegen von FabFilter. Das Gate ist ordentlich. Alle anderen Gates machen irgendwie Knack vorne dran oder arbeiten unsauber. Wenn man es wirklich ganz sauber haben will, muss man einfach alle Bassdrums sauber schneiden und dann kriegt man das schon einigermaßen hin. So, weiter geht's. Solo raus. Die knallt jetzt noch nicht die Snare so richtig durch. Das heißt, wir nehmen jetzt einfach mal die anderen Samples dazu und gucken mal, dass wir die Snare zum Knallen kriegen. Die ist jetzt doch sehr weich und matschig, aber ich habe ja auch hier noch nichts gemacht, fällt mir gerade auf. Aber das machen wir, wenn der Snare-Sound fertig ist. Also, ihr merkt, ich bin auch nicht immer so strukturiert, wie ich in meinen Videos tue. Das liegt einfach daran, dass ich manchmal bei 27 Spuren für eine Snare völlig überfordert bin und gar nicht weiß, was ich machen soll. Aber, wie ich gerade schon sagte, reduce to the max. Wir lassen einfach alles weg, was keine Miete zahlt. Und dementsprechend gucken wir mal, was jetzt der Snare hilft und was nicht hilft, bleibt einfach draußen. Hoi! Okay. Das knallt gut. Okay, die müssen wir doch im kompletten Mix direkt dazu schieben. Also. Macht einen schönen Ring hinten dran, die letzte. Was haben wir hier? Ne, mag ich nicht. Nächste. Die macht den Snare-Teppich und macht die Snare lang, finde ich gut. Macht die. Nur den Anschlag vorne möchte ich nicht haben, hatten wir schon. Hier. Auch Klack. Auch nicht. Nächste. Das ist eine trockene Snare, die kann uns, glaube ich, ganz gut helfen. So, jetzt nehmen wir den Snare-Bus schon mal ein bisschen runter, aber jetzt haben wir schon so wieder zugeschoben, dass es too much werden könnte hier. Too much, schönes Englisch. So, zurück.
auch nicht zu aufdringlich. Bei einem 60s-Song muss die Snare auch nicht ganz weit vorne sein. Nächste, obwohl, ich befürchte, dass ich den Rest einfach gar nicht anpacke, weil wir, mehr möchte ich gar nicht haben, führe mich nicht in Versuchung, soll es jetzt einfach heißen. Der Rest bleibt einfach aus. Ich finde die Snare gut so und wir wollen es ja auch nicht übertreiben hier. Also, haben wir den Grundsound zusammengefügt und guck mal direkt, dass wir jetzt noch hier, wo fängt unser Loop an, dass wir da noch eben das Tom-Fill hier reinkriegen. Das heißt, ich mache den Loop hier mal ein bisschen an eine andere Stelle, dann können wir mal direkt die Toms einmal abhören. Das sind nämlich nur die echten Toms und da sind auch anscheinend keine Tom-Samples dazugekommen. So, Tom 1 klingt so. Halt, vom Loop, so. Gibt es nichts zu hören? Noch einmal. Hallo. Nochmal. Ne, das will nichts ausspucken. Warum nicht? Achso, weil ich den natürlich runtergezogen habe. Dementsprechend sollte ich die Kanäle vielleicht dann auch ein bisschen mal aktivieren. Also, erste Spur. Mal eben kurz hören, wo die im Panorama überhaupt sind, die Kollegen. Hören wir über die Overheads. Solo aus. Normalerweise ist ein Stand-Tom in der Mitte und dann spielt man nach rechts runter. Jetzt ist die Frage, ob die es aus Sicht des Schlagzeugers oder aus der Sicht des Zuhörenden gemischt haben. Nochmal hören. Ich mache es einfach, als wenn wir davor stehen würden. So, das heißt, das Rack-Tom 1. Dann haben wir jetzt zwei Floors und zwei Racks. Das heißt, die schiebe ich jetzt einfach mal ein bisschen nach oben. Und dieses hier ein bisschen nach links, ein bisschen in die Mitte. Und die beiden hier nach rechts und noch ein bisschen weiter nach rechts. Normalerweise, ihr wisst es, ich bin ein großer Verfechter von hart links, hart rechts. Aber, obwohl, machen wir einfach mal. Ne? Klingt dann größer im Schlagzeug. Den lassen wir in der Mitte. Den lassen wir auch in der Mitte. Oder sind die sogar nur gedoppelt? Rektom 1, Rektom 1. Ich glaube, die sind sogar nur gedoppelt von oben und von unten. Abgenommen. Mal gucken, wie die beiden zusammen klingen hier. Ja, die sind gedoppelt. Das heißt, ich habe hier das eine Tom, machen wir dann mal für die große, fürs große Stereobild nach links und das Stand-Tom beide fett nach rechts. Dann klingt es auch richtig groß. Solo aus. Mich fragst, schon fertig. So einfach kann Mischen sein. Ziehst einfach ein paar Fader hoch und fertig ist die Laube. Und jetzt lässt mich meine Technik nicht im Stich, natürlich nicht, aber das iPad, was hier die Kameras steuert, denn ich habe hier ein tolles Steuerding, das kann ich mal kurz zeigen. Ich kann hier einmal in die Kamera reinwinken. Hallo hier. Und dann kann ich hier wieder zurückschalten und kann in die Kamera reinsteuern. Hallo hier. Und kann das natürlich gleich auch wieder auf groß schalten. Ein kleines Spielzeug, was aber da auch hilft, ein bisschen die Qualität hier vom Livestream ein bisschen zu verbessern. Gefällt mir persönlich sehr gut. Also, Schlagzeug-Sound, wenn ihr mich fragt, scheint soweit zu stehen. Und dadurch, dass alles auch ein kleines bisschen räumlich klingt, durch die beiden Raummikros, die wir dazu gemischt haben, brauchen wir jetzt auch erstmal nicht großartig mit Räumen arbeiten oder so, denn die haben sie hier schon mit den Mikros weitgehend eingearbeitet. Das heißt, wir können jetzt direkt mal hier das Tambourin noch einarbeiten. Wir gehen hier mal vorne rein, machen wieder den Loop auf den Refrain. Das müsste er, glaube ich, sein ungefähr. Ja. Und dann Solo raus. Finde ich erstmal gut. Die Bassdrum ist nicht so aufdringlich, nicht so weit vorne. Wenn es ein 60s-Song ist, dann ist ja okay. Mal gucken, was die Tambourins machen. Okay, und das andere. Mal gucken, wie das klingt, wenn wir die hart links und hart rechts pannen. Nochmal. Sehr geil. Es gibt richtig Drive. So ein ganz normales Tambourin. Also falls ihr die 20 Euro noch nicht investiert haben solltet und das noch nicht zu Hause haben solltet, guckt im großen Tee oder sonst wo irgendwo im Internet nach und bestellt euch ein Tambourin. Es gibt kaum eine bessere Investition, außer, ich muss mal kurz gucken, ob ich es hier rumfliegen habe. Ne, habe ich nicht. So ein Mini-Shaker. Das ist, achso, hier habe ich ihn, genau. Das hier ist ein One-Shot-Shaker, den ich habe. Der ist auch sehr geil. Mit dem kann man auch Groove reinbringen oder kann man umdrehen den Groove.
kann ja so ausmachen. Auch sehr cool, kommt überhaupt gar nichts. Und wenn ich ihn jetzt umdrehe, schmiert er so ein bisschen. Aber das ist ein One-Shot-Shaker, aber ein normaler Shaker, der chicke, 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 chicke macht, kann auch schon richtig Drive in den Sound reinkriegen und vor allem in die Aufnahme und in den Song reinbringen. So ist es richtig. Also hier Tambourine, links und rechts außen. Ich brauche hier gar nicht großartig. Wir können mal gucken, was hier im Equalizer, ob das da unten rum passiert. Wobei, normalerweise ihr wisst es ja, ich bin ein großer Fan von Low Cuts, aber man kann es ja übertreiben. Wir haben hier nicht allzu viele Spuren, dementsprechend ist es jetzt nicht so, als wenn wir 70, 80 Spuren vor uns herschieben würden. Aber wir gucken mal, was hier im unteren Rumpelbereich der Analyzer sozusagen hat beim Tambourin. Hier, los geht's. Ja, komm. Nehmen wir den unteren Bereich raus und dann können wir den auch direkt hier auf den zweiten hier auch drauf packen. Ne, das war schon der erste oder zweite, habe ich beide. Ne, hier, 150 Hertz. Das Hi-Hat schmiert da noch, vielleicht haben wir noch andere Spuren, ich habe ja noch gar nicht geguckt. Wir haben die Toms dazu gepackt. Haben wir eine Hi-Hat-Spur vielleicht? Snare, Rock, Snare, 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 Snare. Rectom, 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 Rectom. Overheads, Overheads. Wir haben kein Hi-Hat-Mikrofon. Das ist ja ein Ding. Der macht irgendwie extrem viele Spuren für die Snare und dann machen sie keine Hi-Hat dabei. Was ist das denn für eine Nummer? Aber, nee, und tatsächlich keine Hi-Hat dabei. Das heißt, wir müssen die Hi-Hat dann quasi aus den Overheads generieren. Ja. Oder so. Vielleicht können wir da die Bassdrum und die Snare gleich noch ein bisschen zurücknehmen, damit die Overheads ein bisschen mehr Platz kriegen. Wir können die Overheads aber auch komprimieren. Aber da wir das Drum selber noch gar nicht komprimiert haben, können wir das doch einfach mal machen. Wir schmeißen hier einen Buskompressor. Ach, ich habe die Snare auch noch nicht komprimiert. Siehst du, man braucht dich auch gar nicht, weil der Sound ist eigentlich ganz gut. Ne? Man muss ja nichts komprimieren, nur weil man das einfach so macht, sondern letztendlich gefällt mir der Sound ja. Und wenn ich gleich feststellen sollte im Mix, dass die Snare vielleicht inkonsistent sein sollte oder dass sie ein bisschen mehr Knack haben könnte, dann können wir immer noch einen Kompressor draufschmeißen. Aber eigentlich bin ich hier soweit zufrieden, dass man jetzt nicht zwingend nacharbeiten muss. Also wir komprimieren mal die Overheads oder wir machen mal einen Buskompressor drauf. Das holt auf jeden Fall schon mal die leiseren Teile des Schlagzeugs nach vorne und dementsprechend auch die Hi-Hat. Das Tolle ist, man kann ja hier einfach erstmal auf Drums gehen und dann nimmt man sich einfach erstmal ein Preset und wir hören mal einfach die Presets durch. Vorne. Aus. Holt den Raum ein bisschen nach vorne. Ich glaube, wir lassen es direkt dabei. Das Wichtige beim Mixen ist ja auch, dass man sich nicht in sämtlichen Möglichkeiten verstrickt oder so, dass man sich relativ schnell committet und eine klare Aussage trifft zu dem Sound. Und wenn was gut klingt, such nicht nach was Besserem oder so. Wenn es gut klingt und dir gefällt, dann bleib einfach dabei und lauf direkt weiter, anstatt du dich Ewigkeiten an irgendeiner Stelle aufhältst oder so. So. Daniel B. schreibt, dass die Drums schon ziemlich ordentlich klingen, finde ich auch. Und dementsprechend machen wir jetzt mal direkt weiter und geben den Bass dazu. Mal gucken, wie der klingt. Das gibt nur eine Bassspur und dementsprechend sollte das eigentlich einfach sein. Aber schauen wir mal, ob das vermeintlich Einfache dann auch wirklich so einfach ist. Also. Sehr knurrig, das scheint direkt reingespielt zu sein ins Pult. Dementsprechend schauen wir mal, dass wir hier einen Bassamp drauflegen. Der ist ja zum Glück mitgeliefert beim Empire. Und gucken mal, ob da ein schöner Bassamp dabei ist. Jetzt habe ich ins Mikro gepustet, muss auch mal sein. Helft mir, wenn ihr es direkt selber seht. Oder ist beim Empire gar kein Bassamp dabei und ich habe mich vertan? Mal gucken, vielleicht gibt es da was anderes. Entfernen. Dann
Ihr seht, ich habe die ganzen anderen Plugins auch, aber ich möchte sie heute einfach nicht anfassen. Aber ansonsten, nee, das scheint der Empire zu sein. Da wird ja sicherlich ein Bass-Amp dabei sein. Also gucken wir mal, hier ist der Empire, Vintage British. Was haben wir denn hier? Factory Amps, Bass-Amp, da ist doch einer. Siehst du, sieht auch so ein bisschen aus. Box nehmen wir eine 8x10, klassisch für die Zeit. Oder was anderes, 2x10 könnten wir noch nehmen, aber wir bleiben mal bei 8x10. Und dann drehen wir einfach mal ein bisschen Drive rein. Ich mag es nämlich, wenn der Bass Drive hat, wenn der also ein bisschen angezehrt ist, dann setzt er sich nämlich im Mix auch schön durch. Deutsche. Ich nehme den Output-Gain ein bisschen runter, dann kann ich hinterher am Fader ein bisschen mehr regeln, weil ich habe lieber ein bisschen mehr Faderweg, als dass ich das Plugin hier so überlade. Der A-Kanal klingt hier ein bisschen entspannter, dementsprechend nehme ich den mal lieber. Oder arbeiten wir gleich nochmal mit dem Equalizer ein bisschen nach. Das ist soweit okay, der Bass-Sound, aber dann nehmen wir jetzt mal direkt den Equalizer dahinter. Ich möchte noch ein bisschen den Anschlag von vom Plektrum oder von den Fingern, je nachdem, was er benutzt hat, ein bisschen rausarbeiten. Und da können wir den Fat-Channel für nehmen. So viele Bänder brauche ich nämlich nicht. Zum einen können wir mit dem LA2. Wer hat das gerade gesagt, dass der LA2 scheiße klingt? Hab ich das böse Wort gesagt? Sagt man nicht. Dass der nicht so besonders gut klingt. Probieren wir es einfach mal aus. Wir wollen den Bass also jetzt ein bisschen im Zaume halten und ihr seht hier oben an der Spur, dass der durchaus hier dynamisch spielt, dass es hier also hier ein bisschen lauter ist und dann, dass es hier ein bisschen leiser Passagen gibt. Vielleicht können wir die lauteren hier ein kleines bisschen abfangen und hier diesen Megapeak, der hier vorne ist, damit nichts durchschlägt. Also der LA2 sieht auf jeden Fall aus wie ein LA2 und der scheint sich auch so zu bedienen. Dementsprechend gucken wir mal, was jetzt passiert. Also Bass. Anmachen wäre nicht schlecht, ne? Meine Güte. Wenn man nicht den auswählt, dann kann man ihn noch auch direkt anmachen, oder? Also nochmal. Nur ein bisschen. Ich möchte ihm nicht die Eier klauen und ich möchte ihm auch den Anschlag nicht klauen. Jetzt noch. Gehen raus. Aber schon okay. Jetzt möchte ich, dass er noch ein bisschen Höhen kriegt. Ich möchte den Anschlag einfach hören, damit er sich ein kleines bisschen auch auf kleineren Anlagen besser durchsetzen kann. Das, obwohl ich da einen Equalizer drin habe im Fat Channel, nehmen wir jetzt doch mal. Obwohl. Ja, ihr merkt, ich springe hin und her, ich kann mich nicht entscheiden. Hier war ja so eine tolle Emulation vom Pultec drin, wie gerade gesagt wurde. Die nehmen wir jetzt einfach mal. Ist das der Vintage? Ja, der Vintage. Dann nehmen wir den mal und gucken mal, ob wir hier die Höhen rausgearbeitet kriegen. Aber das ist kein Pultec, das ist ein Neve. Warte mal, das hier ist der Pultec. So. Klingt doch irgendwie uncharmant, ne? Wo sind denn die Höhen geblieben? Hat der gar keine? Ich habe hier alles reingedreht. Der andere Sound. Pupt.
andere Box. Da, das kommt dem näher, was ich will. Ich möchte dieses Anschlagsgeräusch hören, genau. So, jetzt machen wir das mit dem Fat Channel, arbeiten wir das noch ein bisschen raus. So. Dann den alten Trick. Bisschen Schub, ein bisschen absenken. Aufpassen, dass er nicht zu fett wird. Und das machen wir jetzt direkt mit dem Mix zusammen, damit sich das auch einigermaßen mit der Bassdrum verträgt. Den brauchen wir nicht mehr. Ihr Ideen habt, schreibt sie mir auch gerne rein in den Kommentar oder hier in den Chat. Und dann kann ich auch mal nachlesen. Meistens ist man so verbohrt in einem Tunnel, dass man einige Ideen überhaupt nicht auf dem Schirm hat oder so. Aber das könnte jetzt soweit okay sein. Ich würde sagen, wir nehmen mal die Gitarren dazu und gucken mal, was jetzt passiert. So, Mix wächst ja mit dem, was man dazu gibt. Wir haben hier zwei Akustikgitarren, die hier durchspielen. Die werden wahrscheinlich gedoppelt sein. Nee, das scheint dasselbe zu sein, ne? Was ist das denn? Was diese Spur heißt? Phil, ja super. Die Spur heißt Phil Akustik Duplikat. Das heißt, es wird exakt das gleiche sein. Dann machen wir die mal aus. Wir brauchen nur eine Akustikgitarre erstmal und das ist diese hier. Das heißt, du kannst wieder nach Hause gehen und so. Mono dahinter. Erstmal unterstützen wahrscheinlich dabei. Fangen wir direkt mit dem Fat Channel ein. Kompressor drauf mit dem LA2. Wo ist er? Highpass aufräumen. Und jetzt wird die Equalizer den Sound formen. Ich mag es nicht, wenn die so pappig klingt bei den 500 Hertz. Außerdem hat man davon sowieso immer zu viel im Mix. Dementsprechend nehme ich das dann ganz gerne raus und drehe einfach mal ein bisschen dazu. Ja. Und ich mag die Saiten immer sehr gerne. Das heißt, ich hebe hier im hohen Bereich, im Hochtonbereich ein bisschen an. Rein. Nächste Gitarre. Die Spuren hier auch einfach nur gedoppelt. Das heißt, ich müsste ja die Gitarren dann quasi nach links und rechts außen schieben. Das heißt, die Akustikgitarre links und die E-Gitarre rechts. Wenn der hier die auch nur gedoppelt hat, dann wird sie ja nur lauter, wenn ich sie dazu gebe. Oder ich kann damit dann den Doppelungstrick machen. Mal gucken. Okay, die
spiele was anderes. Das heißt, wir können hier nach links und rechts außen. Das heißt, die Akustikgitarre bleibt in der Mitte und die beiden Gitarren hier schieben wir mal links und rechts. Jetzt wird ein Song raus, ne? So langsam, jetzt kommen die Gitarren dazu. Vorher hält man sich mit Trödelödel ab und jetzt wird plötzlich ein Song daraus. Ja, sehr witzig. Auch hier sehe ich jetzt im Moment keine Notwendigkeit, hier großartig einzugreifen. Wie gesagt, wir haben so wenig Instrumente, dass man jetzt nicht mit den Equalizern hier megamäßig rumschubsen muss. Die Gitarren kommen sich weitgehend nicht in die Quere. Dementsprechend bin ich mit dem Soundbild einverstanden und wir gucken einfach mal, dass wir jetzt hier die anderen Instrumente noch dazu kriegen. Wir haben hier, was durchgängig noch spielt, ein Piano. Ein Upright und auch das ist dupliziert. Also vielleicht ist das ja was anderes. Mal hören, was die einzelnen Spuren machen hier. Auch hochziehen. Und das rechte. Ne, die scheinen beide dasselbe zu machen. Das heißt, auch hier brauche ich jetzt erstmal nur ein Piano und mal gucken, ob wir das andere hinterher kreativ einsetzen können, ob uns da was einfällt. Dann haben wir hier noch das Melotron, was hier im Refrain mitspielt. Vielleicht können wir die auch links und rechts außen positionieren und dementsprechend mal gucken, ob da was, ob da what geht oder what nicht geht. Ich mache gleich mal kurz eine Quasselpause und quatsch mal kurz mit euch ein bisschen in die Kamera rein, um ein bisschen die Ohren frei zu machen, weil jetzt haben wir schon eine Stunde was gehört und man soll ja kleine Pausen machen. Also gehen wir das Klavier mal dazu und das Melotron. Wie klingt denn das Melotron? Nicht dieses, sondern dieses. Ah. Okay, die hat er gedoppelt. Wir die Klingen zusammen. Ob die sich jetzt so großartig unterscheiden, weiß ich jetzt allerdings nicht. Das klingt jetzt nicht so, als wenn die so megamäßig weit auseinander wären. Ne? Kurz umschalten zwischen dem einen und dem anderen. Ne, die scheinen das gleiche zu sein, aber ich guck mal, dass ich hier, dass wir hier ein Delay drauf machen, dass wir die ein bisschen akustisch trennen können. Das machen wir dann, damit wir die ein bisschen zur Breite nutzen können. Und dazu machen wir ein Analog-Delay, das ist Mono. Mix machen wir volle Pulle, dass wir nur das verzögerte Signal haben und stellen hier mal 15 Millisekunden ein. Das heißt, die müssten sich jetzt schon im Stereo-Panorama ergänzen. Jetzt ist es Mono und wenn ich es anschalte, wird es Stereo. Minus 9,8, beide gleiche Lautstärke. Mal gucken, wie es klingt. Okay, die müssen wir auf jeden Fall, die schicke ich mal auf einen Bus, damit wir die zusammen einfangen können. Und nennen den halt nicht so laut, wir stellen einfach auf 0, schicken die beiden auf einen Bus und den nennen wir Melotron. Melotron, sehr schön. So, wie lange haben wir? Eine Stunde 13 und am Mixen bin ich, weiß ich noch nicht, wie lange ich am Mixen bin. Wo ist der Bus? Da, Melotron. Melotron, den schieben wir mal zur Seite, damit der erstmal grün wird. So, und dann schieben wir ihn zur Seite hier, damit er hier vor den Hauptbussen liegt. Und dann können wir ihn nämlich separat bearbeiten, packen hier einen Fat-Channel drauf, denn ich möchte hier wieder den LA2 drauf haben, der das alles einfangen soll. Obwohl, nee, wir nehmen mal den L76 und stellen den auf schnelles Attack
und mittleres Release, damit der nämlich die Peaks vorne abfängt und den Rest schön im Zaume hält. An ist der Kompressor, mal gucken, was er macht. Nee, da. Wo ist der Loop? Warum ist denn das jetzt so laut? Gibt keinen Ausschlag hier. Main, du gehst erstmal auf die Mucke komplett. Und haben wir. Achso, wir haben noch gar nicht gesendet. Dementsprechend kann da natürlich auch nichts kommen. Die schicken wir jetzt beide erstmal auf den Mellotron-Bus, sonst wird das nichts hier. So. Und am besten nennen wir den dann auch Mellotron. Da fehlt nämlich noch ein L. So. Also, Mellotron. Ich hoffe, es war bisher noch nicht zu komplex oder sonst was irgendwie. Bisher ist ja, haben wir ja nicht viel gemacht. Wir haben ein paar Mini-Equalizer gebraucht, ein bisschen Kompression. Also die Qualität der Tracks, die hier reingekommen ist, stimmt wirklich sehr gut. Also stimmt sehr gut. Was ist denn das für ein Deutsch? Stimmt auf jeden Fall und macht wirklich Spaß zu mixen. Und so viel haben wir ja noch nicht gemacht. Vielleicht mache ich jetzt noch das Mellotron, dann quatsche ich erstmal ein bisschen mit euch wieder in die Kamera rein. Dann könnt ihr mir mal schreiben, was ihr bisher meint und was euch noch so einfällt. Vielleicht habt ihr auch noch Fragen, die ihr mir gleich stellen wollt. Also in 2, 3 Minuten geht es rüber auf die andere Kamera und dann quatschen wir mal kurz so als kleine Unterbrechung. Kann ich auch einen Kopfhörer runternehmen, der drückt nämlich ganz schön auf die Löffel. Also, wir hören mal, was der Fat Channel jetzt hier so machen darf. Minus 6 dB ungefähr hier in der Spitze. Ja, sehr gut. Fängt also minus 6 dB ungefähr ab in der Spitze, komme ich bestens mit klar. Das ist echt toll, das Ding. Dann machen wir hier noch den Highpass-Filter ein bisschen, damit es nicht so fett ist und dem Bass in die Quere kommt. Zum Andicken brauche ich den nämlich, glaube ich, nicht. Guck mal, dann können wir den Highpass sogar bei 315 Hertz einstellen. Das sollte sogar gehen. Und dann müssen wir mal gleich gucken, ob da noch eine Frequenz ist, die dem Gesang in die Quere kommt. Das kann dann durchaus sein, weil so ein Mellotron ist schon ein sehr breitbandiges Instrument. Also zusammen schieben wir den nochmal in den Mix dazu und gucken mal, was passiert. Klavier jetzt nicht gehört. Das spielt doch hier, oder? Oder habe ich den ausgeschaltet aus Versehen? Irgendwas scheint hier nicht ganz so zu stimmen. Loop, warum hören wir denn auf der Spur nichts? An ist sie doch, oder? Aber die hat so eine komische Farbe. Weiß jemand von euch, warum die so eine komische Farbe hat? Stumm schalten, umkehren. Ah, okay, alles klar, weil das stumm geschaltet war. Gut, war nicht markiert. Jetzt den schieben wir auch dazu. Wir haben das Mellotron ja nach links und rechts außen geschoben. Dementsprechend haben wir jetzt Platz und können. Ich glaube, wir schieben die Akustikgitarre ein kleines bisschen nach links und das Klavier ein kleines bisschen nach rechts. Wie gesagt, nicht LCR-Panning, aber dann machen wir da noch ein bisschen mehr Platz für den Gesang. Das heißt, die Akustikgitarre, diese hier, schieben wir auf C30. Und auf links 30 und machen das Piano auf rechts 30, sodass die beiden sich ein bisschen Platz lassen können. Klingt dann zusammen so. Das ist mir aber noch ein bisschen zu mittig. Das müssen wir noch mal einmal auch mit dem Fat Channel wieder dabei. Das heißt, wir können hier einmal mit dem Kompressor auch die Peaks abfangen. Und auf der anderen Seite den mit dem Equalizer ein bisschen den Mittenknölk rausnehmen. Thank you.
damit nimmt er jetzt den Anschlag schön raus. Und jetzt machen wir dem Equalizer noch die Mitte ein bisschen weg. Highpass oder Low Cut, wie du möchtest. Du hast noch eine Frequenz, die mich noch stört. So, jetzt können wir den Anschlag von dem Piano nämlich schön als Rhythmusinstrument nehmen und der Klang, der dann hinten dran kommt, der füllt das Ganze ein kleines bisschen auf. So, schieben wir es nochmal dazu. Die Toms sorgen auch dafür, dass sie so richtig Auftaktfeeling haben, dass es da in den Refrain reingeht, weil die auch so laut und so stark im Panorama verteilt sind. So, kleine Pause und ich nehme den Kopfhörer mal ab, trinke ein Schlückchen und wechsle die Kamera. Dazu muss ich mein iPad wieder mal anmachen und hier Codes eingeben. Das klingt unanständig, ist es aber nicht. Und dann muss ich hier noch die Software starten, die hoffentlich jetzt auch gleich funktioniert. Genau, schalten wir mal auf die zweite Kamera. Bupp, da bin ich schon von hinten zu sehen und jetzt drehe ich mich mal gleich um und da bin ich auch schon. So, anstrengend. Wie weit sind wir dabei? 1:20. Ich glaube, eine Stunde bin ich jetzt am Mixen ungefähr. Und ich hoffe, es gefällt euch soweit. Wenn ihr Fragen oder Anregungen haben solltet, ist jetzt der beste Zeitpunkt. Wie gesagt, wir haben ungefähr 15 oder 20 Sekunden Delay, aber ich kann natürlich direkt darauf antworten. Haki schreibt, es klingt interessant. Finde ich auch. Ist auf jeden Fall ein cooler 60s-Sound, hat einen guten Vibe irgendwie, den man gebrauchen kann. Und dementsprechend ist es natürlich auch cool, dass man da, wenn die Spuren schon so sauber vorbereitet sind, das ist bei Warren Hewitt tatsächlich immer so. Und das sollte auch für uns Maßstab sein, dass wir, wenn wir Spuren aufnehmen, eigentlich den Sound schon beim Aufnehmen gestalten. Dass wir den Sound schon dahin drücken, dass wir wirklich beim Mixen, naja, im Idealfall nur noch die Fader hochschieben müssen und dass dann nichts anderes passiert, als wir den Mix einfach nur noch durch das Hochschieben der Fader generieren können. Wir verteilen das Ganze ein bisschen im Panorama, machen vielleicht den einen oder anderen Low-Cut und schieben ansonsten die Sounds beieinander, so wie wir die Snare zum Beispiel zu einem Sound hingebastelt. Auf der anderen Seite braucht das viel Disziplin und Vorbereitung, das heißt den Sound da wirklich so weit vorzubereiten mit vielen Einzelsounds oder bei der Aufnahme halt auch beim Gitarrensound so zu tüfteln, dass es auch wirklich so klingt, dass es geil ist, dass es geil aufgenommen ist und man nicht im Mix alles reparieren muss. Das ist schon, da muss man schon sein Handwerk so ein bisschen verstehen. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, da die Zeit zu investieren und einfach mal sich, was weiß ich, einen Samstagnachmittag zu nehmen und dann einfach mal ein Mikrofon vor den Gitarrenverstärker ein bisschen spielen. Oder vielleicht habt ihr eine Spur schon aufgenommen und könnt die immer rundlaufen lassen über Reamping und könnt dann den besten, zum Beispiel die beste Position fürs Mikro herausarbeiten. Oder ihr habt einen Freund, der Gitarre spielt, der gerne spielt und ihr fragt ihn einfach, ob er sich mal dazu setzt und ein bisschen schreibt, ob er ein bisschen spielen möchte und ihr dann da ein bisschen Mikrofon schubsen können. So haben beide was davon, er kann ein bisschen üben und du kannst Mikrofone schubsen, das hilft auf jeden Fall. So, mal gucken, ob noch ein paar Fragen da sind. Ich hoffe, ihr seid noch nicht eingeschlafen und ich hoffe, ihr seid auch noch alle vor dem, Fernseher kann man nicht sagen, ne? Nein, ich hoffe, ihr seid alle vor dem Anschaugerät, was auch immer es ist, ein Handy, ein Laptop, ein iPad oder sonstiges irgendwie. Und wenn jetzt gleich nichts mehr großartig reinkommen sollte, dann mache ich einfach weiter, würde ich sagen. Ne? Weil wir haben ja, mal gucken, ich wollte nicht viel länger als 2 Stunden machen. Dementsprechend gucken wir mal, wie weit wir jetzt da bis zu dieser Grenze ungefähr kommen. 20 Leute gucken mir zu, das finde ich super klasse. Und ich hoffe, dass auch genügend Leute hinterher nochmal reinschalten. Ihr könnt ja dann nochmal springen im Track hier und euch noch einzelne Sachen rauspicken. Es war jetzt der ein oder andere Trick schon dabei, den ich genutzt habe. Zum Beispiel gerade beim Mellotron die Verbreiterung von 2 Monospuren auf Stereo. Oder wie ich das den Fat Channel eingesetzt habe, die verschiedenen Kompressoren und so weiter. Das ist also, glaube ich, schon das ein oder andere Mal dabei gewesen, was man, selbst wenn man es weiß, einfach mal wieder aufgefrischt nochmal sieht und anwenden kann und dann fürs nächste Mal im Hinterkopf hat, um dann im Werkzeug
Gürtel, wie man so schön sagt, mit seinen Tipps und Tricks, dann einfach hervorzuzaubern, sobald man es braucht. Denn letztendlich ist es nur das. Du sitzt davor und denkst, irgendwas braucht der Track noch, und dann fällt dir plötzlich ein: Moment, ich habe doch da das und das gesehen, was die gemacht haben. Lass mich das doch mal ausprobieren. So habe ich es, mache ich eigentlich ständig, dass ich irgendwo eine Idee habe und das einfach dann ausprobiere und dementsprechend dann den Mix nach vorne treiben kann. Also, Prosit, kommt noch eine Frage, sonst mache ich weiter. Gut, dann mache ich weiter und drehe mich wieder auf die andere Kamera um. Magic, Spooky, und weiter geht's. Zuerst hierhin. Hallo. Und jetzt einfach noch umschalten auf den Hauptscreen, und dann bin ich wieder oben links in der Ecke, damit ich auch nicht so viel Platz wegnehme. Wenn euch dieses neue Design hier gefällt, schreibt es mir auch mal gerne rein, weil es würde mich ja schon interessieren, ob das auch okay ist, so, ob ihr alles sehen könnt und so weiter. Das Ganze wird ja in Full HD gestreamt und sollte eigentlich soweit klappen. Wir streamen jetzt ohne Probleme jetzt hier schon 1 Stunde 24 und haben jetzt, glaube ich, auch noch kein Frame verloren. Das ist ja Wahnsinn. Normalerweise, meine Frau hat neulich gestreamt und da ist der Stream zweimal abgerissen und das war überhaupt gar nichts. Dementsprechend bin ich jetzt sehr, sehr happy, dass es heute Abend hier durchläuft. An dieser Stelle kleiner Gruß an meine liebe Frau Anna von Einfach Nähen. Falls ihr den Kanal nicht kennt oder eure Frau gerne näht, schaut doch da mal rein. Das lohnt sich auf jeden Fall. Einfach Nähen hier bei YouTube eingeben und schon seid ihr bei meiner lieben Frau Anna. So, jetzt geht's aber weiter. Wir haben den Grundmix im Prinzip stehen. Eigentlich Zeit. Wir haben alle Instrumente dazu gemischt. Ne, die Slide-Gitarre haben wir noch nicht dazu gemischt. Die nehmen wir jetzt mal als nächstes dazu. Die ist an dieser Stelle. Mal gucken, wie die klingt. Im Interview war der Warren ganz begeistert von seiner Slide-Gitarre, weil die nämlich dieses George Harrison-Feeling da reinbringt. Mal gucken, was passiert. Schauen wir mal auf Solo und geben die Slide-Gitarres mal dazu. Gucken. Zweite. Alle drei. Okay, die schicke ich auch mal auf einen Bus. Was machen wir denn damit? Lassen wir die einfach mono so oder verteilen wir die im Panorama? Ich gucke mal, was passiert, wenn ich die eine nach links außen, die eine in der Mitte und die andere nach rechts außen mache. Mal gucken, wie das klingt. Die sind nicht ganz in Tune, hat nicht ganz genau getroffen. Vielleicht lassen wir sie einfach beieinander, dann klingen sie homogener und schicken sie einfach mal zusammen auf einen Bus. Und den nennen wir Slide. Bonnie and Slide. Haha, schlechter Witz des Tages, auch abgehakt. Blau für Gitarre, und dann schiebe ich den Bus mal hier rüber. Das Mellotron war soweit fertig. Und dementsprechend gucken wir mal, dass wir jetzt die Gitarre, die Slide-Gitarre hier eingefangen kriegen. Jetzt muss ich die drei Spuren noch dahin schicken. Und dann können wir die zusammen bearbeiten. Slide. Schieben die hier auf 0. Und dann gucken wir mal, was auf dem Bus passiert. Da werden wir aber auch nur rudimentär nachbearbeiten. Ich glaube, die kommen nicht so oft vor. Schieben wir den Mix mal eben zusammen. Die kommen nur an einer Stelle vor. Dementsprechend brauchen wir uns da jetzt noch nicht so viel Mühe machen. Aber ich möchte halt doch, dass die ein bisschen Grit haben. Das heißt, die ein bisschen Eier. Wie sagte der Herr Kahn immer so gerne, wir brauchen Eier, Eier, Eier. Und damit meinte er wohl nicht das, was man sonst essen kann. Also, klingt solo so. Zu laut. So. Das Schöne ist, die eine Gitarre ist zwar sehr verstimmt, aber ich schwöre euch, das wird sich komplett versenden, wenn der Mix erstmal läuft, und wird dem Ganzen sogar noch ein bisschen mehr Vibes geben. Das heißt, es muss nicht immer die perfekte Note getroffen werden oder sonst was eben, sondern gerade diese kleinen Unsauberheiten, die bringen so ein bisschen Schwingung rein in das Ganze und die geben dem Ganzen noch ein bisschen mehr, ja, machen es einfach menschlicher und greifbarer. Es muss ja nicht alles irgendwie nach Rappeläffchen und nach irgendwelchen Sequencern oder sonst was irgendwie klingen. Wir nehmen jetzt mal den Fat Channel kurz, falsch daneben. Beat Delay brauchen wir noch nicht. Delays machen wir dann später, wenn wir noch dazu kommen. Wie gesagt, länger als 2 Stunden wollte ich es dann heute auch nicht machen. So, Kompressor drauf, und vorher machen wir noch den, nicht das Gate, sondern den High Pass. Räumen ein bisschen unten rum auf. Jetzt der Kompressor. Ihr seht, ich könnte stundenlang nur mit diesen beiden Kompressormodellen zusammenarbeiten. Das ist einfach klasse. Die sind so einfach zu bedienen und man muss gar nicht viel können. Man kann mit 4 Reglern alles hinkriegen, was man haben will, und es klingt einfach ordentlich.
nochmal. Ich habe es jetzt so eingestellt, dass er hier mit einem mittleren Attack, dass er den Klick, den Anschlag schön durchlässt, dass man auf jeden Fall dadurch, dass man den Anschlag hört, kann man das Instrument auch im Mix gut orten und dann sollte das Release relativ zügig wieder hochziehen. Habe es hier auf möglichst schnell gestellt, damit der Ton relativ lange auf hohem Niveau bleibt und schön vor sich hin gleiten kann. Und das Ganze, ich weiß nicht, schickt man das jetzt durch ein Amp oder lassen wir das einfach so? Ich glaube, dass das ja mit dem Amp aufgenommen wurde. Dann würde ich dem Ganzen nur, falls ihr den noch nicht haben sollte, einmal durch den Camel Crusher. Ich habe ja gesagt, ich bleibe ja heute bei Presonus Plugins. Nehmen wir mal das Red Distortion, Red Light Distortion heißt das. Mal gucken, ob das damit klingt, dass wir da ein bisschen mehr Grit dran kriegen an das Dingen. Das stellt man hier mal auf Softtube. Der hat hier verschiedene Stages, sagt er, mit denen man die Verzerrungsgrade einstellen kann. Softtube sollte reichen. Und jetzt gucken wir mal, dass wir so ein bisschen Obertöne rankriegen an das Ganze. Huiuiui, ist das laut. So, leiser. So, kommt doch. Finde ich erstmal okay. Hören wir mal im Mix, wie es klingt. Sehr schön, gefällt mir. Oh, da bin ich jetzt ausgerutscht. Das Mellotron ist ausgerutscht. Der muss auf 0. Das ist das Blöde, wenn man so eine Maus von Apple hat. Wenn man die Oberfläche einmal schief anguckt, dann hat man direkt das Mausrad betätigt, das es gar nicht hat. Und dann kann auch schon mal so ein Fader ausrutschen. Aber das Tolle ist ja an Studio One, dass es jetzt auch einen Undo für den Mixer hat. Das heißt, dementsprechend, wenn so ein Fehler mal passiert, kann man mit Kommando Z beim Mac und mit Steuerung Z beim PC sofort wieder alles auf den Stand setzen, den man vorher hatte, bevor man den Fehler gemacht hat, den man vielleicht gar nicht bemerkt hat. So. Kommt also jetzt die Zeit der Wahrheit. Wir haben einen Basismix erstellt und wie so oft möchte ich hier noch auf den, wir sollten jetzt die komplette Musik eigentlich auf dem Mucke Komplettbus haben. Mal kurz kontrollieren, ob wir sauber, alles sauber eingestellt haben. Das sind alles Vocals hier. Die laufen alle auf Vocals komplett hier. Ne? Das sieht man hier auch. Ja, diese beiden Spuren nicht. Da hören wir gleich mal, was das noch ist. Ich glaube, dass das auch Vocals sind. Und dann haben wir hier die Mucke komplett läuft. Das läuft aus Mellotron, das Mellotron. Dann das Upright. Das Piano läuft auf den Mucke komplett Bus. Die Slides auf den Slide Bus. Haben wir den auf den Mucke komplett Bus gestellt? Wo ist der Slide? Da, ja, das läuft alles da drauf. Sehr schön. Und dann hier die Snare läuft auf den Snare-Bus drauf. Die Drums komplett hier auf den Drums. Ja, ich glaube, wir haben alles soweit. Das heißt, wenn wir jetzt die Musik hören und ich den Mute-Schalter drücke, dann sollte nichts mehr zu hören sein. Ja, alles aus. Bei den Slides ist aber noch eine Frequenz, die mich ein bisschen nervt. Die nehmen wir jetzt mal direkt raus. Das Anschlaggeräusch doch ein bisschen wieder rausgenommen, das war mir dann doch ein bisschen zu aufdringlich und wir gucken mal, dass wir die jetzt noch ein bisschen im Hall versenken. Ich gebe ihnen mal ein eigenes, nehmen wir mal kein Hall, wir machen ein Delay. Das machen wir schön mit dem Analog-Delay, dadurch können wir das auch verlängern, machen wir ein Viertel-Delay, das Tempo haben wir, glaube ich, richtig eingestellt mit, wo ist das Tempo hier unten, bei 67 Beats, genau, das Viertel-Delay und dann gucken wir mal, dass wir da schön dazu kriegen.
gucken, wie ein Halbsekunden, ein Zweiviertel-Delay, also eine halbe Note, klingt. Das beschneiden wir mal mit einem Low-Cut hier unten rum. High-Cut, das soll so eine Art Bandecho emulieren und geben dem Ganzen auch Saturation, also Verzerrung. Mal gucken, wie das klingt. Im Mix. Feedback ein bisschen rausnehmen wir, damit der nicht so lange nachläuft, aber das ist schon ziemlich cool. Dann läuft er hier noch nach. Sehr schön. Gut, damit sollten wir den Mix grob aufgebaut haben. Eine Stunde 35, davon habe ich die ersten 15 Minuten gequasselt. Dementsprechend sind wir relativ zügig durchgekommen. Wer ist da? Cooler Vogel ist dazu gekommen. Grüß dich, cooler Vogel. Haki gefällt es auch gut. Einfach nähen, schickt mir Küsschen. Küsschen zurück. Und was schreibst du? Samuel schreibt, meine Meinung zu Plug-in-Amps, Gitarre. Gerade wenn man sein Amp beispielsweise im Proberaum hat, kann man ja auch schön mit abmischen, oder? Das kommt auf das Plug-in letztendlich an, aber ich habe da verschiedene Meinungen zu. Zum einen finde ich unglaublich wichtig, das, was in den Amp reinkommt. Das heißt, man sollte sein Instrument beherrschen und je sauberer und besser man sein Instrument spielen kann, umso mehr ist es egal, in welchen Amp man reinspielt. Ich habe einen Kollegen getroffen, der wirklich unglaublich gut spielen konnte und da war es völlig egal, ob der einen 17-Euro-Transistor-Amp bespielt hat oder ob der einen 5000-Euro-Mesa-Boogie-Monster bespielt hat. Weil da kam sein Sound raus und er wusste genau, wie er mit den Fingern das formen musste, was er hören wollte. Deswegen, der Mann war immer Herr der Lage, egal welcher Amp da stand. Und die wenigsten wissen ja, dass die meisten Songs eigentlich über kleine Fender-Champs zum Beispiel eingespielt wurden, mit 8-Zoll-Speakern. Also von wegen Wall of Sound, irgendwie 4x12-Zoll-Box und volle Pulle aufgedrehter Marshall. Viele, viele Songs sind aufgenommen worden mit Fender-Champs und solchen kleinen Amps irgendwie. Und weil die sich im Mix einfach besser durchsetzen. Und wenn dann derjenige, der die Gitarre bedient, das auch noch einzusetzen weiß und versteht, wie man sein Instrument bedient, dann ist das schon sehr geil. Und dementsprechend ist es auch, wenn du dein Instrument verstehst und gut bedienen kannst, dann kannst du auch mit dem Plugin spielen. Dann ist es fast egal, sag ich mal. Aber natürlich gibt es Plugins, die besser klingen als andere. Die von Studio One sind schon ganz gut. Die von Logic sind auch klasse. Beide Programme haben auch schöne Stompboxes dabei. Ich habe hier echte Amps. Warte mal, kann ich den zeigen? Muss ich mal eben für umschalten. Dann könnt ihr hier vielleicht in der einen Ecke hier meinen Boogie noch sehen. Gucken, ich schalte mal auf das Bild hier und auf ein großes Bild hier. Da könnt ihr, wo bin ich? Da ist die Kamera. Da könnt ihr hier auf der Seite meinen Mesa Boogie sehen, mit dem ich eine ganze Menge einspiele. Das ist ein Studio 22 Plus, Mikro davor läuft und dementsprechend ist es dann überhaupt kein Problem, geile Sounds aufzunehmen. Ich behaupte, dass ich die Gitarre auch einigermaßen beherrsche. Also, ich will mich nicht über den Klee loben, aber das kann ich schon einigermaßen gut. Und es gibt natürlich auch teurere Emulationen, zum Beispiel von Softube oder diverse andere auch. Ich habe auch ein paar ausprobiert, ein paar sind ganz geil. Und manche nehme ich sogar zum Einspielen, um dann hinterher den Sound nochmal clean rauszujagen per Reamping. Ich habe so eine kleine Reamping-Box, kann ich die mal zeigen? Nee, die ist gerade verschwunden. Mit der kann ich das Signal aus dem Computer wieder rausschicken und auf einen Amp schicken. Und das ist natürlich sehr geil, weil dann kann man einfach, während man das gespielt hat, wenn man die Aufnahme von dem, was man gespielt hat, einfach in den Amp reinspielt, kann man so richtig schön rumspielen an den Knöpfen und sich einen eigenen Sound zusammenfummeln. Also, grundsätzlich erstmal Daumen hoch für Software-Amps. Das ist, macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, damit rumzutüfteln und zu tüdeln. Dede schreibt, hallo erstmal, Lob loswerden, top, auch wenn ich nicht Studio One benutzen kann, kann ich einiges davon hoffentlich mitnehmen. Du kannst auf jeden Fall eine ganze Menge mitnehmen, weil die Prinzipien sind
völlig egal, ob du jetzt an einer großen Konsole sitzt oder ob du hier am Rechner bei Studio One, vor Cubase oder sonst was sitzt. Natürlich sehen die unterschiedlichen DAWs auch unterschiedlich aus, bedienen sich unterschiedlich, aber die Prinzipien, wie man einen Song mischt, die sind überall gleich. Und dementsprechend ist es völlig Wumpe, mit welcher DAW du arbeitest. So, also, wir stellen jetzt mal die Lautstärke. Ich nehme jetzt mal hier kurz beim Hauptbus den Limiter raus und guck mal, wie laut wir eigentlich geworden sind. Ungefähr bei minus 20 dB Full Scale. Ja, das sieht ganz so. Das sind die beiden weißen Knöpfchen, die hier so rumspringen. Das sieht doch ganz ordentlich aus. Wir können es auch nochmal im Limiter angucken. Ich nehme mal den Input raus, dann können wir es auch hier nochmal sehen. Ihr könnt die beiden weißen Striche hier tanzen sehen. Die geben die mittlere Lautstärke in RMS. Hier, Peak RMS, das sind die weißen, die Peaks, sind die Peaks, die hier vorne anschlagen. Die habe ich ja bei minus 1 dB hier reduziert, wie ihr sehen könnt. Und die weißen Striche, die hier tanzen, sind die mittlere Lautstärke. Und die sollte während der Mixphase irgendwo so bei minus 18, minus 20 dB sein. Hören wir mal. Was ist mir noch zu leise? Ich finde, das Schlagzeug könnte trotzdem einen Raum gebrauchen. Das heißt, wir gucken mal, dass wir hier einen kleinen Raum drauf schmeißen. Den mache ich auch nicht per Bus, sondern den packen wir direkt drauf, weil der jetzt nur hier für das Schlagzeug sein sollte. Und da packen wir dem 60-Sound entsprechend eine Platte drauf. Mal gucken, ob wir eine schöne Drumplate finden hier in den Presets. Church Drums, Drum Booth, Rezital Hall Vox. Oh, die sind aber toll benannt hier. Gibt es denn hier keine ganz normale Platte? Bassdrum Inside, Arena Bedroom, Konzerthalle, Drumbus nehmen wir mal. Flatplate. Ja, gut, damit können wir arbeiten. Also eine Flatplate und hören uns mal an, wie die klingt. Schlagzeug alleine. Okay. Dämpfen wir mal. Bisschen mehr Snare. So, es ist soweit. Wir komprimieren die Snare. Die hat mir zu wenig Knack. Nehmen wir da tatsächlich dann auch den Fat Channel für, weil mit dem 1176 geht es am schnellsten. Okay, und im Mix klingt das. Sehr schön. So, damit können wir arbeiten. Und jetzt sollten wir eigentlich hier alles soweit haben. Hatte ich eigentlich, ja, den Drambus hatten wir draufgepackt, den Buskompressor. Was macht er?
Habe ich jetzt so ganz leicht eingestellt, damit der nur hier so die maximalen Peaks abfängt. Und dann stellen wir hier die Lautstärke, die er auffangen soll. Das waren ungefähr 2 dB. Stellen wir wieder rein. Ja. Also ich würde sagen, soweit können wir mit dem Mix leben. Tschüss Haki, schön, dass du dabei gewesen bist und vielleicht hast du Lust, ja später nochmal reinzugucken ins komplette Video. Das empfehle ich euch auf jeden Fall dann auch, wenn ihr jetzt gleich mal Lust habt, ins Bett zu gehen, weil ist ja auch schon 11:15. Und wir nehmen jetzt noch die Gesänge dabei und gucken noch, dass wir das schön zusammenkriegen. Und danach hören wir uns mal den gesamten Mix an, den wir so geschafft haben. Ich habe jetzt nicht viel gemacht. Die Gesänge, wir haben noch gar nicht viel mit Delays oder sonstigem gearbeitet. Ein Delay, ein Raum. Und trotzdem klingt der Song schon wirklich gut, weil er einfach gut aufgenommen ist. Und wir nehmen jetzt mal die Hauptstimme dazu und gucken wir mal, wo wir das am besten machen können im Song. Wo singt der Kollege denn? Wir nehmen uns hier einfach mal... Ach komm, wir nehmen ja einfach mal ein längeres Stück und hören mal, wie das klingt. Wir haben ja jetzt schon eine ganze Menge gemischt. Dementsprechend sollte das ja auch einigermaßen ordentlich klingen. So, Hauptstimme dazu. Gucken, was die kann. I heard the news today. She met a boy, I've been replaced. It's times like these that you want him back. Und da kommen wir jetzt an den Punkt, wo gemischt werden muss. Das heißt, die Stimme klingt out of the box natürlich jetzt nicht so, dass sie wie ein fertig geämpter und gut abgenommener Amp, Gitarren-Amp klingt direkt nach fertiger Gitarre, sondern eine Stimme muss einfach ein bisschen nachbearbeitet werden. Wobei die gut aufgenommen ist, hier sehr konsistent. Wahrscheinlich haben sie beim Aufnehmen da auch schon ein bisschen mit dem Kompressor gearbeitet. Obwohl, wenn ich das hier so sehe, warte mal, das ist das Piano, wo ist die Hauptstimme? Wir sehen, dass die schon sehr... sehr gleichmäßig hier in der Lautstärke ist. Das heißt, hier wird auf jeden Fall mit einem Kompressor gearbeitet worden sein. Hier sieht man eine ziemlich gerade Stelle. Da hat er wahrscheinlich einen langen Ton gehalten, aber das sieht schon sehr sauber aufgenommen aus. Das heißt, wir arbeiten jetzt hier nur ein bisschen mit dem Equalizer nach, weil er klingt jetzt sehr, klingt noch ein bisschen mumpfig, noch ein bisschen zu und wirkt dadurch, er steht quasi vor der Band und ist nicht Teil der Band. Das heißt, wir arbeiten jetzt einfach mal mit dem Equalizer ein bisschen in die Band rein und gucken danach, dass wir noch, vielleicht brauchen wir einen Kompressor gar nicht, doch einige Wörter sind dabei, die ein bisschen abkacken. Das heißt, wir hauen Kompressor noch drauf und danach gucken wir dann, dass wir mit einem Delay ihn schön ins Setting einbauen und vielleicht noch einen Hall drauf machen. Aber zuerst mal mit dem Equalizer. She don't like the life I live, but what's he got that I couldn't give? I was once the best she ever had. Ich habe jetzt hier den Mumpf ein bisschen rausgenommen bei 300 Hertz, damit er nicht ganz so nah vor der Band zu stehen stellt, weil je wärmer der Sound wird, umso näher scheint jemand dir zu kommen. Das heißt, ich habe die Wärme jetzt ein bisschen rausgenommen aus seiner Stimme mit knapp minus 2 dB und schon steht er ein kleines bisschen näher an der Band dran. Jetzt gucken wir mal, dass wir irgendwie seine charakteristische Frequenz noch finden. Die ist so irgendwo zwischen 1 und 3 Kilohertz, die ihn so ein bisschen hervorhebt. She's a dream girl, but I know I'll never grow up if I never let go. I wonder how it could have been. Einmal von vorne und ohne. I heard the news today. Und an. She met a boy I've been replaced. It's times like these that you want him back. She don't like the life I live, but what's he got that I couldn't give? I was once the best she ever had. Okay, das ist auch schon alles gedoppelt, ne? Da ist schon alles dahinter. Der hat alle Spuren komplett durch den Harmonizer geschickt. Das heißt, wir können gleich im Mix noch ein bisschen spielen mit dem, was wir dazu addieren. Fangen das jetzt aber erstmal hier. Wir nehmen jetzt mal nur diesen ruhigen Teil hier, den... Setz den Loop nochmal hier neu auf diese beiden Strophen hier. I heard the news today. She met a boy I've been replaced. It's times like these that you want him back. She don't like the life I live, but what's he got that I couldn't give?
I was once the best she ever had. I heard the news today. She met a boy I'd been replaced. It's times like these that you want them back. I heard the news today. She met a boy I'd been replaced. It's times like these that you want them back. She don't like the life I live, but what's he got that I couldn't give? I was once the best she ever had. Und das ist das Tolle, ne? Weil die Effektspuren schon mit aufgenommen haben, kannst du den Sound hier wirklich schon schön steuern. Und zwar nur über die Spuren, die er extra mit aufgenommen hat. Das heißt, einmal dieses Verzerrte. Ich habe gerade überlegt, ob ich einen Distortion draufsetze irgendwie, also einen leichten Verzerrer, damit ich ein bisschen Grit auf die Stimme drauf kriege. Aber er hat ja dieses Ding hier, wie wir gerade schon gehört haben, mit aufgenommen, diese einzelne Spur hier. Hören. Ne, Slapback-Delay und dann auf der anderen Seite noch voll verzerrt. Muss ich mal nachgucken, wie er das überhaupt gemacht hat. Wie heißt denn das? Echoplex. Ah, okay, alles klar. Er hat also ein echtes Echoplex, ein echtes Band-Echo genommen, das voll angesteuert und dementsprechend diesen Sound hier kreiert, den wir jetzt einfach schön dazu mischen können, um der Hauptstimme den Charakter zu geben, den sie eigentlich braucht für diesen Sound. Und ich brauche das gar nicht künstlich kreieren, sondern kann das zum Glück hier einfach dazu schieben. Machen wir das mal. She met a boy I'd been replaced. It's times like these that you want him back. Bisschen zu laut noch. Vocals. She don't like the life I live, but what's he got that I couldn't give? I was once the best she ever had. Buskompressor drauf. I heard the news today. She met a boy I'd been replaced. Times like these that you want them back. She don't like the life I live, but what's he got that I couldn't give? I was once the best she ever had. She's a dream girl, but I know. So, jetzt geben wir dem Ganzen noch ein bisschen Breite dazu, denn er hat ja hier mit dem H3000 auch eine Unmenge an Spuren hier vorbereitet. Das machen wir jetzt mal hier im Refrain. Hören wir uns mal hier die an, die Stelle. She's a dream girl, but I know I'll never grow up if I never let go. I wonder how it could have been. Dream girl, if you give me chance I could follow through. I never. She's a dream girl, but I know I'll never grow up if I never. Okay, das sind die Chorstimmen, die an der Stelle dazukommen. Auch sehr schön, aber die müssen wir mal separat bearbeiten. Das heißt, die lassen wir nochmal raus. Wir machen jetzt erstmal nur die Hauptstimme. But let go, I wonder how it could have been. Dream girl. I heard the news today. She met a boy I'd been replaced. It's times like these that you want him back. Überlegen, ob wir ihm hier ein kleines Delay dahinter bauen, so ein ganz unauffälliges, ein analoges Mono-Delay. Viertelnote. Was habe ich denn mit meinen Sekunden heute? Mal gucken, wie das klingt. She don't like the life I live, but what's he got that I couldn't give? I was once the best she ever had. She's a dream girl, but I know I'll never grow up if I never let go. I wonder how it could have been. Dream girl, if you give me one chance, I could follow through. Okay, nehmen wir mal direkt hier die Chorspuren dazu. Mal gucken, was passiert. Ihr habt es gerade gesehen. Ich habe
noch mal ein bisschen hier die Lautstärke verändert von den Vocals und habe jetzt hier das Analog-Delay dazu geschoben. Das macht ein kleines Delay, das verlängert ein kleines bisschen und macht ein bisschen mehr Action in der Stimme, ohne dass man es wirklich wahrnimmt. Wenn es zu laut ist, dann, also wenn es hört, ist es zu laut. Das heißt, wenn es hört, ein kleines bisschen zurücknehmen, ist es eigentlich nur fürs Gefühl und soll eben dafür, also ich möchte nicht so gern einen Hall nehmen an der Stelle, weil der Hall schmiert dann sofort alles zu und wir haben diesen coolen Vibe hier, dann möchte ich jetzt nicht alles einfach mit Hall zu schmieren. Dementsprechend machen wir es hier mit einem Delay und ich glaube, das ist jetzt ganz okay so an der Stelle. Nehmen wir jetzt mal einfach hier die Chorstimmen dazu. Links aus. Ja, sehr schön. Ich mache mal die Spuren lauter, die sind mir zu leise hier. Das kann man hier bei Studio One ja sehr schön im einfachen Clip Gain einfach hochziehen. Machen wir mal, 10 ist vielleicht ein bisschen viel, machen wir mal hier so 8 dB drauf. So, jetzt stößt ihr nichts an. So, dann brauche ich nicht so einen weiten Faderweg machen. Und wir hören jetzt mal eben kurz an, wie die beiden Solo klingen. Dream girl, I know I'll never grow up if I never let go. I wonder how it could have been. Sehr leise aufgenommen, dementsprechend aber sehr gleichmäßig. Das heißt, auch da war schon ein Kompressor beim Aufnehmen dabei. Man hört auch so ein bisschen, wie soll ich das beschreiben? Da sind schon ein paar Obertöne drauf addiert, auf jeden Fall durch den Kompressor, den die da hatten. Aber es ist mir zu mumpfig. Ich möchte die eigentlich sehr seidig haben. Also ich persönlich mag es halt, wenn Chöre sehr seidig sind. Dementsprechend gehen wir mal mit dem Pro EQ drauf. Den Fat Channel nehme ich jetzt mal nicht, weil wir den Kompressor wahrscheinlich nicht brauchen werden. Und dementsprechend machen wir den Sound jetzt einfach hier mal ein bisschen leichter. Indem wir hier so alles unter 200 Hertz auf jeden Fall schon mal wegnehmen in einem Low Cut und dann einfach noch in den Mitten bei 500 Hertz mal nur eine Spur nehmen, in die Mitte pannen, dann kann ich das ein bisschen besser hören. Also. Dream girl. Nein, bitte nur eine Spur. Ich möchte nur eine Spur. Diese hier. Ne, diese hier. If you give me one chance, I could follow through. Und die machen wir schön seidig oben rum. Mal gucken. I never dream girl. I know I'll never grow up if I never let go. I wonder how it could have been. Klingt auch ein bisschen getuned, ne? Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Aber mit diesem Equalizer komme ich jetzt mal klar. Und den nehmen wir hier mal raus, dann brauchen wir den nämlich nur hier rüber schieben, dann sollte das schon das gleiche sein. So, das heißt jetzt links außen, rechts außen die Chöre dazu und die schieben wir jetzt nochmal von Hand separat dazu. Kann ich hier wieder die Effekte zuklappen. So, also zu und. Dream girl, if you give me one chance, I could follow through. I never, she's a dream. Noch ein paar Chorspuren hier hinten, oder? Ja, genau. Wir gehen mal hier an den Schluss, da können wir die zweiten Chorspuren auch noch dazu addieren. Wir sind ja immer noch beim statischen Mix, das heißt, die Hauptarbeit hier ist ja der statische Mix, den erstmal hier herzustellen, bevor wir uns dann quasi an Puderzucker und Sonstiges setzen. Und vielleicht verlagern wir das tatsächlich in den nächsten Live-Mix rein. Schreibt doch mal rein in den Kommentar, ob ihr Lust habt, das weitere Prozedere von diesem Song jetzt nochmal zu sehen. Weil wie gesagt, statischer Mix, der steht jetzt gleich soweit. Wir hören das ganze Ding dann nochmal durch. Und Simon fragt gerade, was hältst du von Clips normalisieren? Also Clips normalisieren finde ich eigentlich nicht gut, weil wenn du alle Clips normalisierst, sind die alle auf Null. Das heißt, du musst alle Fader weit runterziehen, damit du nicht zu laut wirst im Gesamtmix. Das heißt, eigentlich finde ich, wenn man relativ konservativ aufnimmt, und zwar alle Spuren, diese hier sind ja auch sehr laut, die er hier oben aufgenommen hat, hier mit dem H3000, wenn man alles so in dieser Range hier ungefähr aufnimmt, jetzt muss ich hier auch mal anpassen. Wir haben hier 8 dB angehoben, das heißt, das muss ich hier bei den Chorspuren jetzt auch mal eben machen. Gucken, dass wir hoffen, dass wir nirgendwo anstoßen. Das habe ich jetzt nur gemacht, damit ich wirklich jetzt den Level, damit ich ein bisschen mehr Faderweg habe.
8, so. Aber im Prinzip bin ich eher dafür, dass man relativ konservativ aufnimmt, um dann die Lautstärke hinterher aufzuholen. Das muss natürlich dann für alle Spuren gelten. Jetzt ist es hier so, dass hier schon einige Spuren extrem laut sind. Ich hätte die auch alle vorher runterziehen können, haben wir jetzt aber nicht gemacht dementsprechend. Also normalisieren bin ich kein großer Freund, weil wenn du alle Spuren normalisierst, dann wird da einfach der Headroom hinten raus zu klein und dementsprechend kann es dann zu laut werden und zerren. Finde ich nicht so besonders. Jod, was schreibt der Chili eigentlich? Eine gute Arbeitsweise, Vocal Prints mit Effekten zu nehmen, anstatt alles in einem Rutsch draufzupacken. Ja, allerdings muss man dann auch wissen, was man A, was man will und B, Vocal Prints, also die Aufnahmen von bereits bearbeiteten Vocalspuren mit aufzunehmen. So ein H3000, den hat ja auch nicht jeder. So ein Harmonizer von Eventide, also für die Leute, die es nicht wissen. Eventide, eine berühmte Firma, hat den Harmonizer, den H3000 rausgebracht. Ich glaube, ein Effekt, der seit den 80ern auf jeder Platte zu hören ist, auch wirklich auf jeder. Und Warren Stewart nimmt den gerne, um die Vocals groß zu machen und breit zu machen. Und das hat er hier natürlich auch gemacht, weil wir haben ja eigentlich nur eine Stimme, die aufgenommen wurde und ein bisschen Chor. Das war es im Prinzip schon. Und er hat es aber mit den H3000 Spuren geschafft, hier so richtig schönen Vibe reinzukriegen, die Stimme groß zu machen, larger than life. Also die Imprints. Sehr schön, man verpflichtet sich diese Sounds, oder man legt sich diese Sounds zurecht und kann sie reinschieben, wenn man sie haben möchte und wenn man sie nicht haben möchte. Und braucht sie nicht in der DAW kreieren, zumal das H3000 auch gar nicht in der DAW, glaube ich, nachgebildet wurde. Dementsprechend ist das schon okay, wenn man das hier mit aufnimmt. Ich habe kein Outboard, mit dem ich das machen kann, und da beißt sich die Katze dann in den Schwanz, deswegen Imprints. Selbst wenn ich damit arbeiten wollte, könnte ich es nicht, weil ich kein Outboard dafür habe. Leider nicht möglich. So, klar, bis zum Mastern wäre es auch interessant. Ja, also bis zum Mastern ist es noch ein weiter Schritt. Wir sind jetzt gerade beim statischen Mix. Danach müsste ich die Dynamik in den Song reinkriegen. Das heißt, die schöne Dynamikkurve in den Mix reinbauen, damit es auch abwechslungsreich bleibt. Und danach, wenn wir dann alle Kleinigkeiten eingebaut haben, kann man dann irgendwann mastern. Da ich aber nicht der Master-Guru bin, könnten wir das nur rudimentär machen. Aber ich finde es gut, wenn ihr das gut findet, dann machen wir einfach im nächsten Live-Mix hier an dieser Stelle weiter gleich, wenn ich den ersten statischen Mix fertig habe, und dann sollten wir keine Probleme kriegen. Können da quasi anknüpfen, müssen wir beim nächsten Mal nicht bei Null anfangen. Ist ja auch mal ganz schön. So, ich kopiere hier mal den Equalizer kurz rüber für die anderen Vocals. Mache es mir jetzt einfach mal einfach und höre einfach mal rein, wie das klingt, wenn wir hier drei Vocals gleichzeitig haben. Das ist an dieser Stelle einmal. Und das klingt dann so. Jetzt kurz gucken, was auf diesen letzten Spuren drauf ist. Die Ron heißen, die habe ich, glaube ich, gar nicht angelegt. Aber da hier nichts ist, irgendwie können wir die, glaube ich, löschen. So, Spuren löschen in Studio One. Spur entfernen. So, damit sollten wir mit dem statischen Mix durch sein. Ich glaube, mir ist nichts entgangen und wir können uns das Werk unserer Arbeit in den letzten 2 Stunden jetzt mal anhören. Vielleicht tweake ich noch ein bisschen rum. Verabschiede mich auf jeden Fall schon mal. Das soll man eigentlich normalerweise nicht machen, bevor das Video zu Ende ist. Mache ich aber trotzdem, denn wir hören jetzt noch einmal in den Song rein von vorne. Und vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid, dass ihr mir bei diesem manchmal ein bisschen langweiligen Prozess zugeschaut habt. Aber so ist Mischen normal. Es ist kein Prozess, der irgendwie rucki-zucki wie bei Chris Lord Alge oder allen Profis irgendwie von der Hand geht, sondern man muss viel hören, man muss viel ausprobieren und dementsprechend muss so ein Mix ja auch wachsen. Das heißt, unser statischer Mix ist jetzt fertig. Wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst. Mit dem Abo bleibst du, wie gesagt, auf dem Laufenden. Falls du das erste Mal hier gewesen sein solltest, auf jeden Fall auf den Abo-Knopf klicken, dann verpasst du nämlich das nächste Video nicht. Und wenn du diese kleine Glocke daneben klickst, neben dem Abo, dann kriegst du sogar einen Hinweis, wenn ich das nächste Mal live bin oder wenn ich das nächste Mal irgendwie ein Video rausbringe. Bei Facebook findet ihr mich auch, da könnt ihr mir auch folgen. Da gibt es sogar eine kleine Recording-Blog-Gruppe. Und jetzt verabschiede ich mich in die Nacht. Wir haben es hier heute 23.03 Uhr. Der Stream läuft seit 2 Stunden und 2 Minuten sehr stabil. Vielen Dank an die Technik, die nämlich gut funktioniert hat. Und wir hören jetzt nochmal rein in den Song, wie er von vorne klingt. Und ich sage gute Nacht und vielen Dank fürs Zuhören und Schauen. Los geht's. Musik
She had green eyes and long brown hair, a pretty smile no girl compared. All the boys in town knew her name. I didn't mind when people stared. She was mine, not a single fear that she'd break my heart and walk away. She's a dream girl, but I know I'll never grow up if I never let go. I wonder how it could have been. Dream girl, if you give me one chance, I could follow through. I never wanted this to end. Met a boy, I've been replaced. It's times like these that you want back. She don't like the life I live, but what's he got that I couldn't give? I was once the best she ever had. She's a dream girl, but I know I'm never. Wunderbar. Schön. Schauen wir uns beim nächsten Mal also die weitere Vorgehensweise an, wenn man den statischen Mix gemacht hat. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Nacht, guten Tag oder wann auch immer ihr das schaut. Auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Tschüss und Yassas.